Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Ballwechsel, einer kleinen Talkrunde, die wir ins Leben gerufen haben, um so ein bisschen den virtuellen Stammtisch des Lockdowns 1 und jetzt im Lockdown 2 Light so ein bisschen zu kompensieren. Und wir haben uns überlegt, dass wir nicht nur einfach in gemütlicher Vereinsrunde zusammen sind, sondern auch Gäste einladen in die Runde, die ein bisschen aus der aktuellen Situation berichten können, aber auch ein bisschen was zu ihrer Person erzählen können. Einfach, dass wir auch mal ein paar Leute kennenlernen, die sich mit Tischtennis intensiver beschäftigen als ich oder als es andere tun. Und da freut es mich natürlich ganz besonders, dass wir tolle Gäste haben. Wir haben Richard Brause als ehemaligen Bundestrainer gewinnen können. Auch dank der Hilfe von Michael Geiger, der heute zu Gast ist, Deutscher Tischtennisbund-Präsident. Und deswegen erstmal herzlich willkommen, Michael, und vielen, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast. Ja, vielen Dank auch von mir. Einen guten Abend zusammen und ich finde es ganz toll, dass du, lieber Frank, in diesen Zeiten die Gemeinschaft zusammenhältst, der Gemeinschaft Angebote machst. Deshalb, es ist mir eine Ehre, heute dabei sein zu dürfen. Ja, das, ich glaube, die Ehre ist ganz auf unserer Seite, aber wir haben dich ja schon beim MAMI 2019 kennengelernt, als du aufgelaufen bist und es eigentlich gar niemand glauben konnte, dass der Deutsche Tischtennisbund-Präsident ins kleine Eichtal kommt, um bei uns nicht nur Maultaschen zu essen, sondern auch Tischtennis zu spielen. Erstmal herzlichen Dank dafür. Ich glaube, das hat einen Riesenschub gegeben in vielen Bereichen bei uns, wo wir einfach auch gesehen haben, dass man mit so einer kleinen Veranstaltung denn gesehen und gehört wird und dass wir auch alle Spaß haben können bei dem, was wir da tun. Das ist natürlich dieses Jahr komplett ins Wasser gefallen. Das Turnier hat natürlich nicht stattfinden können und wir haben es auch nicht kompensiert gekriegt. Also es ist einfach nur ins Wasser gefallen. Da konnten wir nicht viel machen. Aber ja, umso froher bin ich sozusagen, dass wir so ein bisschen ein Nebenprogramm aufbauen konnten, denn trainieren ist gerade nicht. Wir haben auch sehr früh, sehr proaktiv die Halle dann geschlossen, auch den Trainingsbetrieb früher eingestellt, als es der TTBW gefordert hat an der Stelle. Und deswegen ja, haben wir uns überlegt, wir führen mal so ein kleines Gesprächsformat ein und darf dich mal ganz kurz ein bisschen umreißen, wer du bist, und du darfst gerne gleich ergänzen. Also Michael Geiger ist natürlich nicht hauptamtlicher DTDB-Präsident, aber er ist natürlich in diesem Amt sehr viel unterwegs, sehr viele Tage in der Woche und im Monat damit beschäftigt, den deutschen Tischtennis hochzuhalten, von Beruf Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, hat zwei Kinder und ist verheiratet, wohnt in Haslach im Kinzigtal im Schwarzwald. Ist, wie ich ihn persönlich kennengelernt habe, extrem nahbar, was ich sehr geschätzt habe ab der ersten Sekunde. Wir haben uns auf einem Verein-Service-Tag kennengelernt. Ich bin zu spät gekommen und Michael war schon da. Und wir haben dann eine kleine kurze Runde auch uns unterhalten können über die aktuelle Trainersituation, auch die Trainingssituation in Deutschland. Und das war sehr, sehr schön. Und was man vielleicht so ein bisschen vorausschießen kann, ist, dass du seit 2010 im Präsidium des Deutschen Tischtennisbundes bist und seit 2015 auch dessen Präsident und dieses Amt seitdem bekleidest und natürlich davor auch schon eine richtige Karriere hingelegt hast im Tischtennis als Schiedsrichter. Da können wir nachher nochmal ganz kurz drauf eingehen. Michael, aktuell läuft der Frauen-World Cup. Wie sieht es denn für uns aus? Wo stehen die deutschen Mädels? Ist noch jemand im Rennen? Und wenn ja, wie? Ja, vorweg, es war ja eine spannende Sache. Kann der World Cup stattfinden? Ursprünglich sollte der in Thailand stattfinden. Wenn ja, wo kann er stattfinden? Wie kann er stattfinden? Und ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, er findet in China, in Weihan statt, mit vorher entsprechender Quarantäne, mit großen Hygienebestimmungen, Vorschriften und allem drum und dran. Und ja, die ITTF nennt das Restart. Das erste, sage ich mal, große internationale Turnier, das wieder stattfinden kann mit der Weltspitze.
Wir hatten in Deutschland das Europe Youth Top 10. Das war auch schon eigentlich Vorreiterrolle international. Aber wenn wir jetzt von den Aktiven sprechen, dann ist das das erste Turnier. Und das Tolle ist, es hatte sich Petri Solja als Gewinnerin des Europe Top 16 ja direkt qualifiziert. Petrisa Solja, unsere Nationalspielerin, die für den TTC Langstadt in Hessen in der Bundesliga spielt. Und gewissermaßen nachgerückt ist Han Ying, unsere Nationalspielerin. Beide, wissen Sie ja sicherlich, sind Silbermedaillengewinnerin mit der Mannschaft bei Olympia 2016 in Rio. Han Ying, unsere Abwehrerin, die ab und zu aber auch mal angreift. Ja, Patty hatte etwas Pech. Die hat in der Vorrunde zwei knappe Niederlagen gehabt und ist damit ausgeschieden, nicht weitergekommen. Han Ying dagegen konnte bereits in der Vorrunde dieser 16 weltweit besten Spielerinnen beide Spiele mit 4-0 gewinnen. Und dann war spannend, ob sie es denn schafft, dann war sie im Achtelfinale, ob sie schafft, weiterzukommen. Und dann hat sie gegen die derzeitige europäische Nummer 1, gegen Polkanova aus Österreich, gewonnen. Und heute, und das hat uns natürlich riesig gefreut, hat sie gegen die deutlich favorisierte Jenny Ching aus Taiwan gewonnen, in einem tollen Spiel. Und damit steht sie nun im Halbfinale dieses Wettbewerbs. Das ist noch nicht gleichzusetzen mit einer Medaille, weil die werden ausgespielt. Aber ja, im Halbfinale wartet dann doch eine spannende Aufgabe auf sie. Cheng Meng aus China, derzeit Weltranglisten-Erste. Zu verlieren hat sie mit Sicherheit nichts. Han Ying meine ich natürlich. Ja, ich glaube, das wird ein sehr spannendes Spiel. Momentan, das, was ich gesehen habe, hat sich unsere deutsche Vertreterin extrem gut geschlagen. Auch ein Stück weit überraschend, oder? Ja, davon ausgehen konnte man, glaube ich, nicht. Wir wissen, dass Han Ying stark ist. Ihre Weltranglistenposition drückt das aktuell nicht ganz so aus. Das kommt ja immer darauf an, wie viele Turniere hat man dann gespielt, wo konnte man Weltranglistenpunkte sammeln, gegen wen spielt man gerade als Abwehrer, wie liegt denn das Spielsystem. Aber sie ist natürlich eine herausragende Spielerin. Nur, wenn ich drüber spreche, unter den Top 16, also ich glaube, damit gerechnet haben wir nicht, dass wir jemanden im Halbfinale haben. Wir hätten gesagt, das wäre willkommen und das wäre ja was on top. Aber Zielsetzung ist, bei solchen Turnieren in aller Regel erstmal aus der Gruppe rauszukommen und dann, sage ich mal, das Achtelfinale zu gewinnen, ins Viertelfinale zu kommen. Das wäre schon, wenn man die Weltranglistenpositionen anschaut, ein Erfolg. Jetzt ist es schon ein großer Erfolg, ins Halbfinale gekommen zu sein. Und noch spielt sie ja. Ja, wunderbar. Also dann drücken wir auf jeden Fall die Daumen, dass es eventuell sogar noch ins Finale geht. Aber das war natürlich dann schon eine faustdicke Überraschung. Wenn man nicht nur den Ablauf jetzt aktuell sieht in der Situation und im Profisport, sondern vielleicht auch allgemein überträgt auf, wie kommen wir eigentlich, das ist ein Thema, was uns halt in der Forschungschaft immer regelmäßig begleitet, wie kommen eigentlich Jungs und Mädels zum Tischtennis? Wie können wir die Jungs und Mädels heranführen, in den Verein holen, ausbilden, auch binden? Was sind da sozusagen die Möglichkeiten? Darüber zerbricht sich bei uns Thomas Knüppel als Jugendleiter, aber auch bei uns mit Friedrich Hecking, Effi Sottl und so weiter tagtäglich den Kopf, wie wir das machen können, um da die Fahne oben zu halten, Mitglieder zu gewinnen und nicht zu verlieren. Da muss die Bilanz auch stimmen, nicht nur an der Platte. Von dem her, vielleicht erstmal als so ein bisschen, um dich näher kennenzulernen. Wie bist du im Jugendalter vermutlich zum Tischtennis gekommen? Was sind so deine ersten Begegnungen oder sind deine prägenden Momente, wo du dich ans Tischtennis erinnern kannst? Ja, das war eigentlich mehr oder weniger Zufall. Ich muss vielleicht vorwegschicken, ich komme aus einem Elternhaus, Vater arbeitet in der Fabrik, Akkord gearbeitet, stammt ja von einem Bauernhof, eines von 7 Kindern, Mutter zu Hause, hatte auch Heimarbeit gemacht, Großvater betreut. Die kannten Sport aus ihrer Jugend nicht. Ne? Da hat man auf dem Hof mitgeholfen, da hat man andere Tätigkeiten gehabt, den Sportverein auf dem Dorf gab es so nicht. Deshalb war ich eben nicht vom Elternhaus geprägt, was Sport anbelangt. Ich war auch nicht zwingendes Sporttalent, das hat sich früh angedeutet im Schulsport. Also Bewegungstalent bin ich keines, aber Sport hat mich schon immer begeistert. Und wie das dann so ist, und
das bewahren wir uns den Gedanken vielleicht nochmal auf, wenn es nachher darum geht, wie können wir Mitglieder gewinnen oder warum machen sie gerade das oder das nicht. Die Frage ist ja, wie kommt man damit in Kontakt? Und bei mir war es schlichtweg so, ich war, glaube ich, 11 Jahre alt, also am Anfang am Gymnasium, und ich wollte, wie eigentlich alle Jungs, weil man will ja dahin, wo die anderen sind, zum Fußball. Und als ich das meiner Mutter sagte, hat sie gesagt, ich glaube, du spinnst, du glaubst doch nicht, dass man dich aufs Gymnasium schicke und nachher hast du kaputte Haxe. Also das war auch so aus Überzeugung, ne? Man ermöglicht dem Kind eine schulische Bildung, die die Eltern nicht hatten, für die die Eltern vielleicht auch aufs eine oder andere verzichten. Und Fußball war damals ja vielleicht auch so ein Sport, den man mit, weiß ich nicht, Tritt gegen Schienbein und Verletzungen und sonst was verbunden hat. Also das sah sie dann wahrscheinlich als nicht so förderlich an. So, aber irgendwo will man ja dabei sein. Und was macht man dann? Ja, zwei der Klassenkameraden waren beim Tischtennis. Warum waren die beim Tischtennis? Weil vom einen war der Vater erster Vorsitzender und der andere war der Kumpel von dem, dessen Vater erster Vorsitzender war. Also waren die beiden beim Tischtennis, dachte ich, ja, dann gehst halt mal mit denen mit. Und da war es schön, da hat es mir gefallen und deshalb bin ich da hängen geblieben. Ja, das hätte ich sein können. Mein Vater war erster Vorsitzender vom Tischtennisverein, aber ich war Fußballer, überzeugter Fußballer. Und musste aufgrund von der Vier-Gräser-Allergie den Platz leer machen. Und bin dann in die Halle ausgewichen. War eigentlich gar nicht so erfolgloser Stürmer, natürlich bei uns auch im Dorfverein, also überschaubare Klasse. Aber ich wäre da sozusagen, glaube ich, nicht freiwillig in die Halle und hätte den Schläger in die Hand genommen und hätte dann komplett zum Tischtennis gewechselt. Aber naja, wenn man so gebeutelt ist von dann dem, was sozusagen auf die Augen drückt und aufs Gesicht, dann war der Weg dann natürlich bereitet, um auch Hallensport zu betreiben. Das heißt, das war sozusagen auch so eine Freundesaktion, was wir ja auch sehen, sozusagen, wenn jemand mal kommt, er bringt dann jemand mit und leistet da auch Überzeugungsarbeit in derselben Generationsebene, in derselben Altersgruppe. Das halte ich für unheimlich wichtig und das ist jetzt gar kein wissenschaftlicher Ansatz. Da gibt es Leute bei uns, die kümmern sich um Sportentwicklung, die könnten das viel besser referieren als ich, die haben dann die wissenschaftlichen Studien und was auch immer. Ich bezeichne mich oft so als Praktiker, einer, der beobachtet, und das habe ich eigentlich schon immer gemacht, auch beruflich. Mich hat schon immer interessiert, warum sind Leute erfolgreich oder warum funktioniert irgendwo was und irgendwo anders nicht, obwohl sie doch vermeintlich das Gleiche machen. Man nennt das vielleicht auch im englischen Begriff Benchmarking oder sich an den Erfolgreichen orientieren. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir sogenannte positive Multiplikatoren brauchen. Multiplikatoren haben wir oft, und das bezieht sich dann später, kommen wir vielleicht auf die Schiedsrichter, wenn ich dann sage, ja, wir brauchen mehr Schiedsrichter, aber es ist halt auch wirklich ein Problem, da ist keine Wertschätzung da und Geld verdient man auch keins und am Schluss ist man der Buhmann, ja, dann sagen nachher nicht fünf, oh ja, da will ich auch dabei sein. Wenn ich auch positive Multiplikatoren habe, idealerweise, und jetzt komme ich zurück so auf die Schulklasse, diejenigen, die die anderen ein bisschen, ja, animieren, mitreißen, wenn das also so das Idealbild ist, wenn das der oder die ist, bei denen die anderen gern dabei sind. Und wenn das jemand ist, der dann Tischtennis spielt, dann bin ich felsenfest überzeugt, dann ist relativ egal, was der macht. Die anderen werden da auch dabei sein, wenn da eine positive Multiplikation ist. Und ich glaube, das sieht man auch bei manchen Vereinen. Wenn man schaut, sind ja die Voraussetzungen nicht immer so unterschiedlich. Beim einen Verein läuft die Jugendarbeit super. Vielleicht auch, weil es entsprechende Trainer, weil es entsprechende Betreuer gibt, Jugendleiter, die eben positive Multiplikatoren sind. Und dann gibt es vielleicht auch andere, die vielleicht nicht so immer es schaffen, die positive Ausstrahlung haben oder andere zu begeistern. Da ist es dann etwas schwieriger. Wie war das bei dir im Laufe der Jugendzeit? Also ich finde sozusagen, es gibt so zwei Phasen, im Tischtennis dann dabei zu bleiben oder nicht dabei zu bleiben. Das ist sozusagen die erste Phase zu sehen.
bin ich dem Sport gewachsen. Er hat natürlich seine psychologischen Herausforderungen, auch seine körperlichen Herausforderungen, Stichwort Antizipation und so weiter, muss ein bisschen was mitbringen. Auch wenn es jetzt nicht kein überbordendes Talent ist, aber man muss jetzt sagen, sich selbst diesem Einzelsport stellen wollen. Und dann gibt es für mich so eine zweite Phase, so Pubertät Richtung 17, 18 dann auch gehend, wo dann sozusagen dieser Bruch kommt und wir dann auch sehen, dass viele dann doch dann nochmal den Absprung machen Richtung andere Sportarten oder weg von Sport. Wie war das bei dir ganz persönlich? Also was hat dich sozusagen beim Sport Tischtennis gehalten? Na, das ist auch so ein Standardspruch von mir. Es ist ja immer eine Frage der Alternativen. Also sicher nicht der Erfolg, weil ja, ich war immer dabei, immer engagiert dabei, aber ich habe halt ja tatsächlich kein Talent. Ich spiele heute noch Kreisklasse D, überwiegend hinten oder jetzt immer C, weil wir eine Sechsermannschaft haben, aber das ist auch die unterste Klasse. Dort überwiegend hinten und das zeigt halt, wenn man so lange spielt und dort immer noch spielt, dann hat man vielleicht nicht das Talent, wenn man einen TDR-Wert von gerade mal knapp 1100 im Moment hat. Hängt natürlich auch damit zusammen. Wir im Verein haben nur einmal Training in der Woche und, aber ja, das würde ja auch nicht viel ändern, wenn das anders wäre. Warum bin ich trotzdem dabei geblieben? Naja, weil da eine Gemeinschaft war, weil vielleicht andere Fähigkeiten wertgeschätzt wurden, weil da, kann ich offen so sagen, ein Mentor war, nämlich besagter Vereinsvorsitzender, der hat erkannt, der ist immer da, der ist mit gepackter Tasche am Abfahrtsort von der zweiten Schüler für den Fall, dass einer verpennt hat oder krank ist kurzfristig und er dann doch zum Einsatz käme, weil ich war nur Ersatzspieler manchmal. Und er ist bei jeder Veranstaltung und hilft und sieht die Arbeit vielleicht und ist interessiert am Verein. Und umgekehrt hat eben dieser Vorsitzende halt nicht nur auf die erste Mannschaft geschaut, in der übrigens sein Sohn gespielt hat und andere, sondern der hatte einfach den Sinn dafür, was man vielleicht im Verein noch braucht, dass man später vielleicht mal einen Kassierer braucht, dass eben andere sind, die mithelfen oder eben auch wieder andere mitbringen. Und ja, mir hat es da gefallen. Ich hatte da meine Aufgaben. Ich war dann halt später Mannschaftsführer der zweiten Schüler. Ich war halt der, der dann bei der Generalversammlung da, was vielleicht untypisch war, einen Bericht abgegeben hat, selbst in diesem jungen Alter. Und durfte dann sogar einmal, und das war eigentlich echter Hammer damals, der Verein hat regelmäßig Tanzveranstaltungen gemacht. Der Verein hat Geld verdient, viel gearbeitet, 3 oder 4 im Jahr. Und dadurch war der Verein damals finanziell ganz gut aufgestellt. Und als wir in der zweiten Schüler, in der zweiten wohlgemerkt, Meister wurden, durften wir ein verlängertes Wochenende nach Grenzau. Das war das Allergrößte, weil ich war früher nie in Ferien, nie in Urlaub, außer bei einer Tante. Kannten meine Eltern nicht. Das war das Größte und da waren wir halt auch dabei. Und solche Dinge binden, glaube ich, durchaus auch. Das muss nicht immer dieses Große sein, aber dieses Etwas tun, nicht nur für die erste Mannschaft, auch für andere, den Zugehörigkeitsgefühl geben, sich für die interessieren. Ja, ich glaube, das kann ich auch nachvollziehen, dieses mal so ein bisschen Promi-Luft schnuppern und auch so ein bisschen in diesen professionellen Bereich reinschauen, sei es Grenzau oder bei mir war es Düsseldorf, so ein paar Tage Trainingslager und dann fiel eine Trainingseinheit aus und man hatte plötzlich die Möglichkeit, mit Promis einen Pilz zu trinken nach einem Pokalspiel und habe dann aber auch eine besondere Erfahrung gemacht an der Stelle, um also eine kleine Anekdote einzuwerfen. Ich habe es nicht geschafft, gegen diesen Profi-Tischtennisspieler weder anzukommen beim Zigarette-Rauchen, da hat er mich in der Quantität geschlagen, noch beim Pilzvernichten. Ich kam nicht mit und ich glaube, ich war 18, 19 Jahre alt, da gut in konditioneller Verfassung und das habe ich nicht geschafft. Ich sage es jetzt nicht, welcher Profi es war, aber... Ich habe gehört, Richard Brause hat auch mal den Grenzau gespielt. Ach nee, du warst ja in Düsseldorf. Ja, so Richard Brause war es nicht. ein immer noch aktiver Spieler, der natürlich schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend auf eine komische Art und Weise. Natürlich erstmal spielerisch Top-Leistung abgebracht, seine Spiele gewonnen und danach aber auch ganz schön Gas geben können. Wie ist es denn? Du kennst natürlich jetzt alle im Profibereich, international, national und so weiter auf allen Ebenen, natürlich auch persönlich. Dieses Mischverhältnis aus Held, Anti-Held mit den Menschen
alle normaler und aller Couleur sozusagen. Wie ist es im Tischtennis? Gibt es da eine gewisse Besonderheit, wo man sagen kann, ja, das sind so Prägungen, die man eher im Tischtennis sieht, in anderen Sportarten nicht, also diese Menschlichkeiten, oder verteilt ihr das breit und querbeet? Also ich müsste ja jetzt eigentlich sagen, wir im Tischtennis, wir sind die Fairsten, wir sind die Besten und wir sind natürlich völlig anders als alle anderen, oder? Sage ich jetzt mal so, lassen wir mal kurz stehen, dann sage ich ja, aber. Ja, aber ja, so aus auch der Beobachtung als Schiedsrichter oder noch besser als Spieler in der Kreisklasse. Ich glaube, da lernt man die Menschen ja kennen. Das ist ähnlich wie auf dem Fußballplatz, auf dem Platz und außerhalb des Platzes. Also in der Box, da erkennt man manche ja nicht wieder. Ne? Die sind tagsüber ehrenwerter Banker und wissen sich zu artikulieren und sind ausgleichend. Und in der Box beschimpfen sie sich selber, aber der Gegner weiß nicht immer, ob sie sich selber meinen oder den Gegner, oder diskutieren rum wegen einem Ball, den der Schiedsrichter anders gesehen hat, wo man denkt, ja, ist das jetzt dieser faire Sport? Nee, das ist Abbild der Gesellschaft, und warum sollen wir anders sein als andere? Ist vielleicht ja manchmal auch ganz gut, wenn es auch bei uns ein paar Emotionen gibt, macht es für manche erst interessant. Vielleicht würden sie sonst gar nicht dabei sein. Ne? Und insofern finde ich das auch gut, dass es bei uns unterschiedliche Charaktere gibt wie überall sonst. Wenn wir jetzt nur den von uns allen bewunderten und verehrten Timo Boll hätten und alle so, sage ich mal, zurückhaltend, so ausgeglichen wären nach außen und so gut kommunizieren würden, dann wird es vielleicht langweilig. Wir brauchen vielleicht auch einen Zhang Jike, der eine Bande zusammentritt, auch wenn ich das als Schiedsrichter oder dann Präsident nicht sagen sollte. Aber wenn wir mit unserem Sport auch im Gespräch sein wollen, wenn wir auch interessant sein wollen, ja, dann gehört vielleicht auch ein bisschen Unterschiedlichkeit dazu. Du hast es gerade angesprochen, als Schiedsrichter hast du ja quasi alles durchlaufen, was man durchlaufen kann, die ganze Schiedsrichterlaufbahn bis ganz nach oben hin, große, große Veranstaltungen miterlebt im Amt des Schiedsrichters. In deinem Wikipedia-Artikel, der auch nicht zu klein ausgefallen ist und du da einiges vorzuweisen hast, was zur Hölle ist ein Blue Badge? Ja, ein Badge ist ja eigentlich so eine Art Abzeichen, ne? Und heute, wenn man irgendwo in Social Media unterwegs ist, und ich glaube auch, müssen gar nicht in Social Media, ich sag mal in My Tischtennis, wo die ganzen Zuhörer ja wahrscheinlich ein Premium-Abo haben, weil sie sich für ihren eigenen TDR-Wert interessieren, weil sie sonst wissen wollen, was geht. Da gibt es auch sogenannte Badges, habe ich gesehen. Ich sammle die nicht, ich tummel mich nicht überall, aber ich weiß, es gibt welche, also Abzeichen. Und die gibt es ja auch, ich nenne es mal virtuell, ist ein modernes Wort im Moment. Und so ähnlich ist es auch bei dem Schiedsrichter. Dieses Blue Badge heißt blaues Abzeichen. Ich habe noch nie eines gesehen, also das bekommst du nicht ausgehändigt, wenn du dich qualifiziert hast. Das war... Wann waren das? Muss ich überlegen. 2001, so ungefähr, als es aufkam. Man hatte viele internationale Schiedsrichter, in Deutschland auch gut 100. Und natürlich gab es da auch so eine Gruppe, die bei besonderen Veranstaltungen dann eher bevorzugt dabei war. Aber es gab keine gesonderte Qualifikation. Und irgendwann hat man beim Weltverband mal gesagt, ja, aber wir brauchen da doch eine gewisse Standardisierung und vielleicht eine Zusatzausbildung, die dann qualifiziert für Halbfinals, für Finals bei besonderen Veranstaltungen, die insbesondere ja gewisse Standards einführt. Das hört sich banal an, aber wie marschiert man ein, wie läuft jetzt die Wahl der Seite und alles und wie sind gewisse Standards auch in dem, wie man handelt als Schiedsrichter. Und ich hatte das Glück, ich war damals recht nicht mehr jung, weil damals kam man nicht als junger Schiedsrichter nach oben. Da gab es immer irgendeinen, der schon 20 Jahre Bezirksschiedsrichter Obmann war und deshalb einfach mal dran war. Heute ist es zum Glück etwas anders. Also ich war nicht mehr ganz jung, aber ich war für diese Ebene noch sehr jung. Trotzdem, da war ich, was war ich da, 36 oder sowas, und war dann frisch internationaler Schiedsrichter und hatte dann das Glück, dass ich erkannte, das könnte was Interessantes sein, gefragt wurde und gesagt, ja, selbstverständlich bin ich interessiert, da gehe ich hin zu dem Lehrgang, ohne zu wissen, um was da so richtig geht, aber wenn es irgendwas gibt, guckt man mal. Und ja, und dann gab es eben diese Gruppe der Blue Badge. Das war dann eben eine entsprechende Ausbildung mit sehr, sehr anspruchsvollem Test auf Englisch dann. Und dann aber auch praktischen Evaluierungen, also Beobachtungen, ähnlich wie man das im Fußball kennt.
Und da musste man 4 sogenannte Meets, das Meets ist ein Meets Expectations, also erfüllte Erwartungen, die auch sehr hoch sind, erreichen. Ja, und das Thema war, am Anfang gab es die Turniere gar nicht, wo man die erreichen konnte. Also musste man sich irgendwo bewerben, nach Amerika und sonst wo. Das habe ich gemacht, hat mich auch interessiert. Da habe ich auch gern, ich nenne es mal investiert, weil die Flüge oder so wurden da nicht bezahlt. Die hat man selber bezahlt. Da ist nur Unterkunft und Verpflegung frei bei den damals Pro-Tour-Turnieren. Heute heißt es World-Tour-Turniere oder künftig WTT, Star-Contender oder wie auch immer. Ja, und dann konnte man sich qualifizieren. Ich hatte das Glück, dass ich dann eben, ja, wie soll ich sagen, vielleicht da in der Zeit am meisten die Möglichkeiten gesucht habe und wo ich mich dann diese Meets erreichen kann. Ich war dann der erste Deutsche damals, der diese Qualifikationsstufe errungen hat. Aber das ist Blue Badge. Es ist die höchste Stufe, Qualifikationsstufe der Schiedsrichter. Und jetzt kommt es am Tisch. Daneben gibt es dann die Referees, die Oberschiedsrichter, die haben aber ein anderes Aufgabenprofil. Also wir hatten ja im Vorgespräch auch mal kurz erwähnt, was zu deinem Amt als Präsident gehört. Und wenn man hört, dass du sozusagen als Schiedsrichter auch eine Laufbahn mitgemacht hast und dann vielleicht auch sogar noch selbst finanziell die Dinge übernommen hast, man wird nicht reich mit diesen Dingen. Das kann man zumindest mal ohne Probleme in den Raum stellen. Was hat dich trotzdem so angetrieben? Viele Leute fällt es ja schon schwer, mal so ein Jugendspiel zu fahren in der Saison, die sie dann stark überwinden müssen, in ihrem Terminkalender mal 2,5 Stunden freizuschaufeln, um so eine Mädchenmannschaft von A nach B zu fahren, 10 Kilometer ins nächste Dorf. Und dann hat man auf der anderen Seite, und das darf man, glaube ich, schon mit Fug und Recht behaupten, Menschen wie dich, die sozusagen wirklich ihre Freizeit und sogar ihre Arbeitszeit opfern, um diesen Sport aufrechtzuerhalten und ihn überhaupt möglich zu machen. Also hast du schon mal sozusagen ein bisschen in dich gehorcht? Was ist der Antrieb, dass du das sozusagen so Stück für Stück immer weitergetrieben hast? Gibt es da sozusagen eine intrinsische Motivation, die dich dazu bewegt hat? Ja, denke ich schon. Viele sehen da ja, oder nennen gern altruistische Motive. Ne? Ich möchte mich für die Gemeinschaft engagieren und all das. Ja, das ist schon richtig. Also ich war schon immer einer, der Funktionen übernommen hat, Arbeiten übernommen hat. Aber wenn man dann mal in sich reinhört, ich glaube, ist schon auch die Suche nach Bestätigung. Also das gibt einem ja auch was, wenn es richtig läuft und wenn es erfolgreich läuft. Und das ist egal, ich war schon immer, ich sag mal Vereinsmeier, nennt man das bei uns ja. Ne? Ich war schon immer früher im Volkstanz sehr engagiert, habe dann mit 18 Baden-Württemberg weit Lehrgänge organisiert. Da musst du schon zu Bürgermeister gehen wegen der Halle fragen und Ähnliches. Später war ich Vorsitzender vom örtlichen Fußballverein. Da war ich auch erst 30, 600 Mitglieder, obwohl ich nie aktiv gekickt habe. Aber eben Vereinsmeier angesprochen. Ne? Deshalb, ich glaube schon, dass für viele im Ehrenamt das schlichtweg auch Motivation ist, dass sie da Bestätigung kriegen. Die, die sportlich gut sind und in der ersten Mannschaft durch ihre Siege oder durch ihre Meisterschaften die Bestätigung kriegen, die suchen sie dann vielleicht nicht so arg im Ehrenamt, zumindest nicht zu dem Zeitpunkt. Na, weil das vielleicht auch gar nicht dann zusammenpasst, die hohe Trainingsintensität und anderes. Aber deshalb, ich komme zurück so auf diesen Vereinsvorsitzenden, der eben sieht, ich brauche nicht nur die für die erste Mannschaft. Später, wenn die dann mal Trainer machen, wenn die dann vielleicht Sportwart machen, alles prima. Ne? Aber es gibt sicher viele andere Faktoren, andere Menschen, die einen Verein lebendig machen und eben auch unterscheiden vielleicht von einem Sportangebot bei einem gewerblichen Anbieter. Und da brauche ich genauso denjenigen oder diejenige, die dann mal einen Kuchen backt und da bei euch die Maultaschen macht. Die spielen vielleicht die Hälfte gar nicht Tischtennis. Die finden das aber so toll, dieses Wochenende, was ich miterleben durfte. Dieses Gemeinschaftserlebnis, vielleicht auch diesen Stress, aber hinterher wieder stolz sagen zu können, was wir da auf die Beine gestellt haben, das gibt es weit und breit nicht. Wenn man da dazugehört, das glaube ich, das gibt auch Glückshormone, ich nenne es mal so. Und ich glaube, das ist auch bei manchem im Ehrenamt so, wenn es denn richtig läuft und er, sage ich mal, in der Summe mehr Spaß als negative Erlebnisse hat, weil die gibt es natürlich auch.
Ja, das glaube ich auch. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr schöner Bereich zu sagen. Auf der einen Seite, man macht das auch für sich, um sozusagen die Bestätigung zu holen, aber man macht das natürlich auch, um was zu stemmen, so um das Ganze aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, da ist nichts verkehrt dran, das auf beiden Ebenen zu tun. Wir hatten auch ganz kurz einen Bereich gestreift, wo ich gern darauf eingehen würde, weil das zeigt sozusagen erstmal die Dimension deines Arbeitens momentan in dem aktuellen Amt. Stichwort Haushalt. Jeder, der sozusagen ein bisschen sozusagen kreativ sein möchte, ein bisschen was bewegen möchte, kommt irgendwann an die Grenzen des Monetären und versucht sozusagen auch da was zu bewegen. Aber wenn man es professionell machen will, wenn man sozusagen auf die nächsthöhere Stufe bringen möchte, ist eine gewisse Investition notwendig. Wie ist denn der aktuelle Stand des deutschen Tischtennis? Haben wir da sozusagen finanzielle absolute Nöte? Ist alles katastrophal oder schwimmen wir im Geld und es läuft alles wunderbar? Wie ist sozusagen der aktuelle deutsche Tischtennis auch, sagen wir, von der Haushaltslage zu bewerten? Und was ist möglich und was ist nicht möglich? Also weder noch. Wir schwimmen weder im Geld, noch ist es katastrophal, aber wir sind näher an schwierig als an hervorragend. Das heißt, es ist jedes Jahr ein großer Kampf, einen möglichst ausgeglichenen Haushalt einzubringen. Also ausgeglichen ist er immer, wenn man Rücklagen auflöst, aber mit ausgeglichen meine ich innerhalb des Jahres, ohne die Rücklagen anzufassen. Das ist in den letzten Jahren fast nicht möglich. Und das ist natürlich keine Situation, die auf Dauer gut gehen kann. Was gibt es dann für Möglichkeiten? Und das kennt jeder aus dem Verein. Man guckt, wie man die Einnahmen erhöhen kann. Und da denkt man in der Regel zuerst an die externen Einnahmen. Mit extern meine ich Einnahmen aus Veranstaltungen, Einnahmen aus Sponsoring und Ähnliches. So, wer sorgt für diese Einnahmen? Kennen wir alle. Im Verein zumindest sind es meistens die gleichen, die arbeiten, meistens die gleichen, die schon am Amt haben, dann um Sponsoring sich kümmern. Es gibt ein paar andere Tippgeber, die sagen, man müsste doch mal, aber ausführen tun es sehr oft die gleichen. Es gibt aber auch Vereine, denen gelingt es tatsächlich, das auf viele Schultern zu verteilen, da eine Begeisterung zu schaffen und da gemeinsam erfolgreich zu sein. Das scheint mir aber eher die Ausnahme zu sein. Um zurückzukommen auf die Verbandsstrukturen. Ja, in der Verbandsstruktur ist es ja so, nehmen wir mal den Deutschen Tischtennisbund. Wir finanzieren uns ungefähr zu je einem Drittel aus Mitgliedsbeiträgen, wo die herkommen, sage ich gleich. Einem Drittel aus öffentlichen Zuwendungen. Das sind in der Regel Finanzierungen vom Bundesinnenministerium für insbesondere hauptamtliche Trainerstellen und Ähnliches und ein paar Projekte in der Sportentwicklung, auch ein, zwei Stellen, sind dann je nachdem auch andere Ministerien und ein Drittel aus Veranstaltungen und Sponsoring. Ja, man kennt ja unsere Partner. Wir haben die Tischtennis Marketing GmbH, die das betreut, aber man sieht ja zum Beispiel auf den Trikots unserer Nationalmannschaften drei unserer großen Partner mit Butterfly, mit Liebherr, mit Arak, die langjährige Unterstützer sind. Dann haben wir aber auch andere, die eben ganz spezifisch zum Beispiel Minimeisterschaften sponsern, die andere Aktionen sponsern, ne? Also auch viele deutsche Tischtennismarken, die man kennt und andere. So. Jetzt ist es ja aber nicht so einfach, sonst täte jeder dieses Sponsoring auszuweiten. Weil Tischtennis ist nicht allein auf Tour, sondern da ist auch unser lieber großer Bruder Fußball. Ne? Das kennt ihr alle. Wenn in der Nachbarschaft ein erfolgreicher Fußballverein ist, oder da braucht vielleicht nicht mal erfolgreich sein, der absorbiert schon mal viel. Und dann haben wir natürlich auch andere Sportarten wie Handball, wie Basketball, wie Volleyball und wie sie alle heißen, die vielleicht eher in unserer Liga spielen oder ein bisschen drüber. Und deshalb ist es sehr schwer, sich da herauszuheben und dann tatsächlich Sponsoring und Sponsoring heißt, Leistung und Gegenleistung stimmen überein. Ne? Ich meine also nicht Mäzenatentum, wo jemand ein Faible für was hat und einfach eine Freude dran hat, dass er sagen kann, das ist mein Verein, die spielen Bundesliga, sondern jemand, der sein Geld in Marketing investieren möchte und abwägt, wo bringt es die beste Rendite. Ne? Und das ist einfach ja, schwierig. Zumal dafür eine Grundvoraussetzung in der Regel mediale Abbildung ist. So, und da wissen wir, wie die bei uns aussieht. Wir kämpfen darum, wir gucken, dass wir zum Beispiel jetzt bei den European Championships in München, habt ihr vielleicht schon mitbekommen, 2022 dabei sind, eine Multisportveranstaltung, ähnlich wie Olympia.
auf Europa beschränkt, mehrere Europameisterschaften zusammen. Also wir haben damit eine Heim-Europameisterschaft, das erste Mal wieder nach 2009 in Stuttgart. Und da haben wir aber folgenden Vorteil. Die werden übertragen von den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten. Die organisieren das mehr oder weniger über Partner. Und dann wird es europaweit, wird es im öffentlich-rechtlichen große Übertragungsstrecken geben. Und das ist was, wo wir sagen, ja, da kommen wir vielleicht mal wieder häufiger vor. Deshalb, da sind wir dran. Also das ist eine weitere Ebene. Aber ihr könnt euch denken, jetzt in Corona-Zeiten werden die Werbepartner eher weniger abgebildet. Veranstaltungen fallen aus. Dann ist die Frage, gibt es da eine Kompensation? Wie sieht es aus? So, und dann die staatlichen Zuschüsse, die sind jetzt zum Glück aufrechterhalten worden für die Trainer und so. Ne? Und dann haben wir die dritte Säule, die Mitgliedsbeiträge, eine ganz wichtige. Woher kriegt der Deutsche Tischtennisbund seine Mitgliedsbeiträge? Die kriegt er von seinen Landesverbänden. Die sind nämlich seine Mitglieder. 18 Landesverbände, waren mal 20, inzwischen sind es weniger. Warum? Südbaden, wo ich herkomme, Württemberg, Hohenzollern, wo du herkommst, Frank, die haben ja fusioniert. Zum 1.1. dieses Jahres zu Tischtennis Baden-Württemberg. Baden konnte sich Nordbaden noch nicht dazu durchringen. Ne? Die sind noch selbstständig geblieben. Ja, dadurch sind es weniger Landesverbände, aber in der Summe ist es gleich. Die Landesverbände zahlen die Beiträge an uns. Aber ist ja klar, die Landesverbände wiederum kriegen ihre Beiträge von den Vereinen. Und woher kriegen die Vereine ihre Geld? Ja, die wenigsten haben Sponsoring. Ganz wenige machen Mami-Turnier. Nur ihr. Und der Rest kommt in der Regel Mitgliedsbeiträge der Sportler. Und muss man auch sagen, gerade im Amateurbereich, ja, ich halte es schon für richtig, dass auch wir als Mitglied, ich bin ja auch Mitglied im Verein, unseren Sport auch selber finanzieren. Warum soll ein Dritter mein Hobby finanzieren? Ja. Wie viele Mitglieder sind es absolut gerade in Deutschland? Wie viele Tischtennisspieler? Zwischen Mitglieder und Spieler müssen wir ein bisschen unterscheiden. Ich habe jetzt ganz neu die Erhebung, die noch gar nicht offiziell raus ist. Deshalb sage ich auch gar nicht, wie wir im Vergleich zu anderen stehen. Die habe ich erst heute bekommen und die wird auch erst morgen offiziell, soviel ich weiß, freigegeben. Aber zum Tischtennis kann ich, glaube ich, ein bisschen was sagen. Und wenn ich die Zahlen von 1.1.19 nehme und sage, 2020 haben sie sich nicht viel verändert, dann habe ich von 2020 keine konkreten Zahlen preisgegeben. Also wir haben in Deutschland ungefähr 9.900 Vereine oder Abteilungen, in denen Tischtennis gespielt wird. Also man merkt sich einfach rund 10.000. Schon mal keine schlechte Zahl, ne? Und wir haben Mitglieder, also Leute, die Beitrag zahlen in die Vereine oder Abteilungen und in dieser Bestandserhebung, wie sich das nennt, von den Sportbünden, also Landessportbund, dann Deutscher Olympischer Sportbund, für Tischtennis gerechnet werden für die Abteilung, da sind wir bei rund 550.000. Mhm. Das ist erstmal eine gute Zahl, eine 500.000, ne? Man kann auch sagen, ja Mensch, ist ja nur jeder 160. in Deutschland, dann ist es nicht ganz so toll, ne? Nee, aber ich meine, das ist schon mal eine gute Zahl. Um das vielleicht einordnen zu können, wir sind unter den Sportarten, da gehört zum Beispiel inzwischen halt auch Klettern dazu, der Deutsche Alpenverein, die haben natürlich wahnsinnig viele Mitglieder, so unterschätzen manchmal Deutscher Behindertensportverband und so weiter. Wir sind insgesamt an Stelle 13 unter den olympischen Sportarten, an Stelle 11. Jetzt komme ich auch zu deinem Thema, wie viele Tischtennisspieler haben wir denn? Ja, vielleicht sogar 2 Millionen. Weil wie viele spielen denn im Schwimmbad, die eben nicht Mitglied in einer Abteilung sind? Wie viele kennen das? Wie viele haben einen Tisch sogar zu Hause, im Garten, in der Garage oder eine Steinplatte in vielen Großstädten, die da hoffentlich nicht nur drauf sitzen, Bier trinken, sondern ab und zu auch mal spielen? Beides zusammen geht ja. Ja, da sind sicherlich viel mehr. Aber wie viele haben wir, die am Wettkampfbetrieb teilnehmen? Jetzt sind wir auch wieder beim Thema. Muss denn jeder am Wettkampfbetrieb teilnehmen oder kann mancher sagen, ach, für mich ist es einfach wichtig, mit Freunden auch im Verein zu spielen. Hm. Aber ich möchte nicht mehr unbedingt jetzt die Punkterunde spielen. Aber am Wettkampf nehmen teil. Wenn man sagt, wer ist gemeldet in Klick.tt und hat im letzten Jahr mindestens ein Spiel gemacht? Na? Das sind so rund 300.000. Hm. Okay. Also sagen wir mal ein bisschen über die Hälfte der Mitglieder, die sozusagen aktiv sind. Ja. Ja, das ist ja schon mal eine ordentliche Zahl, dann stehe ich ja schon mal gar nicht so schlecht da unter den obersten 10%. Das ist ganz erfreulich.
Ich schaue jetzt gerade auf unsere Webseite, weil mir ist da gerade was dazu eingefallen. Stichwort im Vergleich zu anderen Sportarten. Wir sind ja immer so ein bisschen dafür bekannt, auch, ja, weiß nicht, nicht wirklich dafür bekannt, aber so ein bisschen dann doch nochmal eine extra Nummer zu drehen an der Stelle, wo wir auf die Tischtennis-AGs bei uns hinweisen. Und wir haben dieses Jahr ganz neu Tischtennis-Kooperationen mit Schulen auf die Beine gestellt. Und Thomas Knüppel hat das Ganze veranlasst. Wir haben da einfach letztes Jahr in der Vorstandschaft drüber geredet und er meinte so, ja, warum machen wir das nicht einfach? So, und dann kam natürlich die Aussage, naja, FSJ ist teuer. Also das ist erstmal eine Frage des Geldes. Und wir haben glücklicherweise den Friedrich heute auch drin, Friedrich Hecking. Und Friedrich, du kannst dich ja mal, wenn du eine Videofunktion hast, sichtbar machen, dann können wir dich zumindest mal kurz begrüßen. Wir haben es jetzt nicht vorbereitet, aber ich habe gesagt, er soll mal reinkommen heute, wenn er die Zeit findet. Genau, also hallo Friedrich, ich schalte dich gleich dazu, aber vielleicht noch ein kurzes Vorgeplänkel und dann hat Thomas es geschafft, bei uns 6 Schulen zu akquirieren, die dann diese Kooperation ansteuern. Ich wüsste jetzt momentan gar nicht, ob es einen Verein gibt in Deutschland, der mehr Schulkooperationen vorzuweisen hat. Auf jeden Fall die Strecke der Urkunden vom Deutschen Tischtennisbund sieht schon mal ganz possierlich aus bei uns auf der Webseite. Und ich habe dann, als wir die Bewerbung dieser Tischtennis-AGs auch bei den Schulen angesteuert haben, mal versucht, so ein Argumente zu sammeln für Tischtennis. Ich bin ja selbst Rhetoriker sozusagen und dann sammelt man ein paar Argumente und eine Aussicht war, Tischtennis-AGs bieten für Schulkinder einen leichten Einstieg in einen Sport, der auch positive Auswirkungen auf die schulischen Leistungen haben kann. Eine Studie der Deutschen Sporthochschule Köln zeigt, dass Tischtennisspieler bessere Schulnoten aufweisen als beispielsweise Fußballer, Tennisspieler oder Schwimmer. Mehr dazu unter tischtennis.de. Ich fand das eine sehr, sehr schöne Geschichte und die Studie zeigt das auch. Man kann natürlich sagen, okay, was biased hier war es und was ist sozusagen Koinzidenz, was ist Kausalität. Aber zumindest kann man ja hervorheben, dass wohl Kinder mit besseren Schulnoten öfter Tischtennis spielen und dass Tischtennisspieler dann wohl auch öfters gute Schulnoten haben. Wie war das bei dir? Warst du ein guter Schüler? Ja, im Rückblick sieht man das meistens besser, als man glaubt. Nee, ich war ein ganz, ganz guter Schüler, mit Ausnahme von 2 Fächern. Also ich habe mir immer durch Sport und Kunst den Notenschnitt versaut. Also, und du siehst, guter Schüler spielt nicht automatisch gut Tischtennis. Also Tischtennis und Turnen, weiß ich, sind da vorne. Wir hatten im Verein immer das Problem, die Jugendlichen, du hast das vorher mal so angedeutet, bleiben die dann beim Sport oder gehen sie? Mhm. Bei uns sind sie vielfach deshalb nicht geblieben, weil sie dann studiert haben. Studieren kann man in Haslach nicht. Ne? Da muss dann nach Freiburg, nach Karlsruhe, nach sonst wohin oder halt eben weiter weg. Wir hatten einen hohen Abiturientenanteil. Also es scheint so zu sein, dass dann man vielleicht auch eine gewisse Klientel anspricht. Oder ich formuliere es mal andersrum, wenn wir jetzt Migranten haben und die bei uns einen Sport suchen, dann kommt es ja oft auch darauf an, was die von zu Hause kennen, was die für eine Prägung haben. Und dann ist es halt vielleicht auch öfter Fußball oder Boxen oder Ringen oder sonst was, weil das dort ganz hoch im Kurs steht. Und bei uns Tischtennis ist ja vielleicht auch mehr eine Kopfsportart, aber nochmal, nicht jeder, der sonst vielleicht antizipieren kann. Ich behaupte mal, wenn es um Verhandlungen geht, wenn es um andere Dinge geht, da kann ich manchmal ganz gut antizipieren beim Tischtennis. Selbst wenn ich es im Kopf könnte, dann klappt es nicht bis in die Hand. Also nicht bei jedem klappt es. Ja, das ist, glaube ich, auch, wie du es vorher schon gesagt hast, jeder hat so seine Rolle in dem Verein und du bist ja auch einer, der als Vereinsmensch bekannt wurde. Die meisten Interviews, die man von dir liest, die meisten Artikel betonen das auch immer wieder, dass sozusagen da natürlich bei dir was gewachsen ist, vom Verein, vom kleinen Verein bis hin in den großen Verband. Ich würde jetzt gerne mal einen Friedrich mit dazu holen. Mal gucken, ob das klappt. Friedrich, ich versuche mal deine Stummschaltung genau aufzuheben und du musst sie dann sozusagen komplett aktivieren. Dann, genau, du hörst uns gut. Friedrich, machen wir mal einen Test. Wie geht's dir? Alles gut? Wir hören dich nicht. Mikro, test mal dein Mikro, ob es funktioniert oder ob du anders ansteuern kannst.
Ansonsten kann ich ja mal kurz was zu Friedrich erzählen. Also Friedrich hat sich bei uns als Wissenschaftler beworben. Ist übrigens über Instagram zu uns gekommen. Wir haben die Ausschreibung für das FSJ über Instagram auch gemacht und Friedrich hat das gesehen und hat sich dann beworben. Und als wir gesehen haben, dass jemand mit auch einer gewissen Erfahrung im Umgang mit Kindern hat, haben wir dann sofort zugeschlagen und sind enorm froh, weil er sich extrem einbringt. Und dann hat man natürlich als FSJler eine Vollzeitstelle. Also das ist erstmal eine Herausforderung für einen kleinstes Verein, jemanden mit einer Vollzeitstelle auszustatten. Aber er füllt das Amt ganz gut aus, hat jeden Tag seine Schulkooperationen gehabt, zumindest bis zum Lockdown Light. Und heute sind es, glaube ich, also so war der Stand letzte Woche, noch zwei Schulen, die betreut werden können von den insgesamt sechs. Friedrich, hast du noch, sollen wir es nochmal versuchen? Okay, klappt nicht. Also du kannst ja mal in die Kamera winken und vielleicht dein Gesicht noch ein bisschen näher an die Kamera führen, dass man dich sieht. Ja, Ja, so wunderbar. sieht so ein positiver Multiplikator aus. Ich hab's gleich gesehen. Das eindeutig ist einer von der Truppe. Finde ich klasse, weil ja, in Baden-Württemberg wird viel FSJ gemacht. Wir beim Deutschen Tischtennisbund haben BFDler, Bundesfreiwillige. Übrigens können sich auch Vereine bei uns melden, das Ganze bei uns, ich nenne es mal, managen, abwickeln lassen. Ja. Wir haben immer, betreuen ungefähr um die 40 BFD-Verhältnisse, auch für Vereine und so weiter. Und eben FSJ ist genauso gut in Baden-Württemberg, eine tolle Sache. Und ja, in Konstanz zum Beispiel war früher auch im Magazin Tischtennis, im Regionalteil Südbaden. Das ist auch so ein Verein, der das so ähnlich gemacht hat wie ihr, der nicht nur eine Schule als Kooperationsschule hatte, sondern eben der FSJler hat so ziemlich jeden Tag, ich weiß nicht, die haben drei oder vier, glaube ich, vielleicht auch mehr, Konstanz-Wolmating. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Glück hat man, wenn man jemanden hat, der dann sich die Arbeit selber organisiert, wenn man einen FSJler hat. Und das ist ja nicht selbstverständlich. Man schnuppert ja erstmal ins Arbeitsleben rein in dem Alter. Aber wenn der FSJler das Talent hat, sich die Arbeit auch selbst zu suchen und andere zu motivieren, mitzumachen, das ist natürlich ein Idealfall. Und scheint bei euch ja zu klappen, wenn ihr sechs Kooperationsschulen habt, sensationell. Wir haben bei unserem Projekt Spiel mit, da werden ja diese Kooperationen registriert, wenn ich richtig informiert bin, im Moment glaube ich bundesweit so 1200 Schulkooperationen. Auch da kann man sagen, das ist einmal super, das muss man erstmal machen, weil viele Vereine sagen, ja, ist ja ein Problem. Und das Wort Problem höre ich oft. Ist ja ein Problem, weil wir haben ja kaum Trainer für unsere eigenen Jugendlichen und das ist abends um 18 Uhr. Aber wer soll denn bitte schön nachmittags um 2 Training in der Schule machen. Wer hat da Zeit? Ja, genau so geht's über FSJ. Das Tolle ist dann, vielfach sind es ja auch junge Leute, die gleichzeitig ihren Trainerschein machen. Das nimmt man ja auch mit. Zumindest bei den BFD-Lernen so. Die machen dann den C-Trainer während Ja, dieser das wird für Zeit. dich auch so, ja. Ja, gehört dazu. Und Ja. die das multiplizieren. Man geht, zu Chancen gehört auch das Wort Risiko. Man geht als Verein ein bisschen Risiko. Jetzt hat man so einen tollen wie den Friedrich. Und dann ist man ja fast darauf angewiesen, dass der Nächste genauso toll ist, der nachkommt oder ähnlich toll ist, damit man die Kooperation aufrechterhalten kann. Sonst kann das auch sehr schnell ja, wieder reduziert werden müssen. Aber in aller Regel ist es so, dass die, die das machen, schon wieder so einen Bekanntenkreis haben, dass die schon wieder so ausstrahlen und das andere auf die Idee bringt, positive Multiplikatoren eben, Macher, dass es auch weitergeht. Und Ja, ich deshalb glaube, vielen Dank, das. Friedrich. Ja. Ich hoffe, es bringt dir selber auch was und nicht nur dem Verein und den Schulen. So, macht stumm seine Arbeit, sehr, sehr gut. Also, Friedrich, nochmal ein herzliches Dankeschön an der Stelle. Wir sind nicht nur froh, dich zu haben, sondern auch die Art und Weise, wie du das machst. Und das ist ja auch nochmal was Besonderes. Ist wirklich sehr, 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 sehr positiv und das schätzen wir sehr. Und schade, dass man sich sozusagen nicht regelmäßig begegnet im Training. Und wir versuchen jetzt so ein bisschen den Kontakt zu halten zu unserem FSJler. Und ja, wenn ein Mikrofon funktionieren würde, hättest du auch der Gruppe hier erzählen können, wie es aktuell steht. Aber wir holen das nach und schieben das vielleicht auch nach.
für Michael, wie der aktuelle Stand ist. Es ist, glaube ich, auch mal ganz interessant, ob die Schulen dann noch mitgehen in dieser Zeit, wo man ja sozusagen jetzt mit den Maßnahmen beschlossen hat, die Schulen erstmal nicht zu schließen. So, aber dafür halt eben die Schulsporthallen. Und in so einer sind wir auch aktiv gewesen und dadurch ist sozusagen der Betrieb nicht mehr möglich. Gestern Abend allerdings habe ich noch relativ spät Tennis spielen können, war sozusagen in der Halle Tennis spielen und das ist noch erlaubt. Michael, vielleicht, wir wollten ja keinen Corona-Talk draus machen, aber ich glaube, wir kommen auch nicht um dieses Thema rum. Jetzt hat sich auch Friedrich nochmal gemeldet. Macht nichts. Also du kannst es ja nochmal versuchen und wenn du die Möglichkeit hast, Friedrich, dann schalte ich gerne mit ein. Dann wird es uns auf jeden Fall interessieren, wie der aktuelle Stand ist. Wie siehst du die aktuellen Corona-Maßnahmen als Deutscher Tischtennis-Bundpräsident und andererseits natürlich auch als aktiver Tischtennisspieler? Ja, muss man ein bisschen trennen. Als Deutscher Tischtennis-Bundpräsident muss ich und will ich natürlich auch, sag ich mal, das Präsidium repräsentieren und die Meinung des Präsidiums. Das stimmt sehr häufig mit der persönlichen Meinung überein, aber das muss ja nicht zwingend so sein. Und ihr wisst ja, es sind im Moment, ich sage immer, 50% hätten es gern schärfer und 50% halten es für übertrieben mit den Maßnahmen. Und das ist, komme ich wieder zu, ein Spiegel der Gesellschaft und warum soll es denn bei uns anders sein? Meine persönliche Einschätzung ist, dass wir im Moment das ganz gut handhaben, so wie es gehandhabt wird. Und ich halte auch viel von Entscheidungsfreiheit für den Einzelnen, weil ich sage, wir sind alle zum eigenständigen Denken, glaube ich, ausgebildet, geschult worden. Das ist unser Gesellschaftssystem. Da ist es so. Und natürlich brauchen wir in solchen Krisensituationen eine Direktive von der Regierung. Und da kann nicht jeder sein eigenes Programm fahren. Dann klappt sowas nicht, dann kriegen wir das nicht in den Griff. Nehmen wir ja auch für uns in Anspruch. Oder wenn du dann mit dem Sportdirektor dann mal dein Interview führst, da ist vielleicht so ein Stichwort, was dann auch wichtig ist, Richtlinienkompetenz. Ne? Sowas braucht natürlich auch eine Kanzlerin, braucht auch eine Regierung in dieser Krise und da müssen wir auch ein gewisses Maß vertrauen. Auf der anderen Seite, sage ich, habe ich ja eine Funktion als Präsident. Ich bin unserer Satzung verpflichtet und in unserer Satzung steht sinngemäß, oberstes Satzungsziel ist die Förderung des, und jetzt kommt es im technischen Sinne, Abgabenordnung, bin ja auch Steuerberater, da steht als Förderbegriff Gemeinnützigkeit Sport, also Förderung des Sports, aber insbesondere des Tischtennissports. So, ich wiederhole nochmal, die Förderung des Tischtennissports, nicht die Verhinderung des Tischtennissports. Also muss ich mir doch schon Kraftfunktion Gedanken machen, wie kann ich auf der einen Seite gesellschaftlich verantwortungsvoll handeln, weil auch das gehört dazu natürlich als Verband, als Präsidium, als Vorstandschaft ist im Verein genauso, dass wir verantwortungsvoller Teil der Gesellschaft sind und nicht nur unsere Interessen sehen. Wie kann ich gleichzeitig aber möglichst gut unseren Satzungszweck damit unter den Hut bringen? Ich bin noch, das ist kein großes Ehrenamt, nicht, dass ihr meint, was macht er noch alles. Also ich habe alles andere abgegeben, als ich Präsident wurde. Ich bin nicht mehr Schiedsrichter, bin nicht mehr Evaluierer, was ich war für den Weltverband, also Beobachter für Schiedsrichter. Bin nicht mehr in der Fachkommission Wirtschaft der dualen Hochschule. Was ich noch mache, ich bin Sprecher unserer Haslacher Vereine. Haslach hat 7000 Einwohner, 45 Vereine oder so, die in der Gruppierung sind. Ich war ehemals Vorsitzender vom Sportverein. Das sind mehr repräsentative Aufgaben. Einmal im Jahr Vereinsvertreterversammlung, zwei Jubiläen anderer Vereine, wo man gratuliert und so. Also nichts Großes, aber im Moment natürlich schon die Frage, wie positionieren wir Vereine uns, was die Hallennutzung anbelangt? Und da muss ich sagen, haben wir ein tolles Übereinkommen mit der Stadt. Die Stadt hat zunächst mal auch alles zugemacht. Das war auch grundsätzlich in Ordnung, wenn die Verordnungen das hergeben, aber Individualsport ist ja in Baden-Württemberg durchaus erlaubt, mit bis zu zwei Personen, das kennt ihr aus dem Haushalt und sowas. Ihr habt das sicher verfolgt, dann kommt die Diskussion, Tennis, ja, das ist ja draußen. Ja, nee, es ist auch in gedeckten Hallen. Dann kommen wir aber in die nächste Diskussion, ja, was ist denn jetzt eine Sportstätte? Beim Tennis eigentlich halt die ganze große Tennishalle nur für einen Platz, also zwei Personen. Beim Tischtennis, naja, wir haben in Haslach eine große Dreifachsporthalle.
kennt vielleicht mancher, haben wir immer die Pokalendrunde, die südbadische, oder wir hatten auch schon baden-württembergische Meisterschaften, weil Haslach recht zentral liegt. So, und da haben wir normal nur einmal in der Woche Training von 6 bis 8 die Jugendlichen und von 8 bis 10 die Aktiven, und zwar in nur einem Hallendrittel. Im Moment ist es aber so, dass Volleyball nicht geht, dass Ringen nicht geht, Kontaktsportarten oder Mannschaftssportarten. Und die Stadt hat jetzt erlaubt, dass die Halle genutzt wird, unter Beachtung der Hygienekonzepte, die wir ja haben, pro Hallendrittel ein Tisch. Das heißt, wir haben jetzt sogar die Chance, dass wir eben sogenannte Slots einteilen. Da hat man, muss ich echt sagen, da hat unser Sportwart und unser Jugendleiter, nachdem er da im Sommer recht zögerlich war, jetzt gut reagiert. Und ich bin der Meinung, damit gefährden wir auch niemand, weil wir haben Abstand beim Tischtennis. Wir sind dann in einem Hallendrittel. Da wird nicht geduscht in der Halle dann jetzt, aber man kann was machen. Und deshalb, ich halte es unheimlich wichtig, dass wir A, sehr verantwortungsvoll umgehen, was die Gesundheit anbelangt, aber B, wenn es dann unter Wahrung dieser Verantwortung möglich ist, dann sage ich, warum soll ich es jemandem verbieten? Ich möchte niemanden dazu zwingen. Jeder, der sagt, nee, da fühle ich mich unwohl oder ich habe einfach meine Prinzipien, der soll sich auch nicht rechtfertigen müssen, auch nicht für einen Mannschaftskampf. Aber auf der anderen Seite, wenn jemand sagt, ich kann es verantworten für mich und ich möchte auch Sport treiben, weil Sport ist ja gesund und stärkt, sagen wir doch immer, auch das Immunsystem. Warum sollen wir es dann verbieten? Und deshalb, ich bin für diese, das eine tun und das andere, ja, oder wie nennt man das, ja, jedenfalls. Einen guten Ausgabe, Kompromiss finden, ja. Kompromiss, genau. Genau, ja. Den man verantworten kann. Also das nehme ich auf jeden Fall mit, weil bei uns gab es auch eine kurze, intensive Diskussion. Wir waren sozusagen eigentlich aufgefordert, noch vor dem Tischtennisverband Baden-Württemberg zu handeln, weil eben unsere 5. Mannschaft an diesem Donnerstag vor der Schließung, vor diesem Lockdown-Light, ein Verbandsspiel hatte. Und wir dann Mittwochabends entscheiden wollten, lassen wir die Jungs jetzt da auflaufen oder nicht, schicken wir die sozusagen ins Rennen oder nicht. Und dann gab es natürlich eine intensive Diskussion innerhalb der Vorstandschaft. Warten wir jetzt drauf, dass der Verband sich äußert. Ich habe dann auch kurz mit Rainer Franke Kontakt aufgenommen, ob es schon eine Entscheidung gäbe. Die gab es aber sozusagen offiziell noch nicht. Und dann haben wir gesagt, wir handeln proaktiv und machen sozusagen von unserer Seite aus den Spielbetrieb dicht. Und andererseits, obwohl wir das sozusagen proaktiv früher gehandelt haben, als es notwendig war oder als es zwingend war, haben wir auch Tendenzen zu sagen, wir haben immer wieder unsere Hygieneregeln angepasst. Wir haben immer wieder versucht, in der Halle Sport zu machen, unter allen Maßnahmen. Unser Sportwart hat die Hygieneprinzipien des Deutschen Tischtennisbundes ständig wieder aktualisiert und aufgearbeitet, mit uns durchgesprochen. Wie können wir das machen? Wie stellen wir die Tische auf? Wie sind die Laufwege? Wir können unheimlich gut lüften bei uns in der Halle. Also die Lüftung funktioniert da sehr gut. Die Fenster sind da. Wir können Türen öffnen. Wir können auch sozusagen alle möglichen Wege schaffen, dass wir eigentlich konform sind mit den Vorschriften. Würdest du uns da empfehlen, auf den neuen Bürgermeister und auf die Stadt zuzugehen, zumindest mal wieder ein paar Platten aufstellen zu dürfen? Ja, also ich sage mal, unter der jetzt im November, ich nenne es mal Teil-Lockdown, da sind wir ja gebunden. Also da geht pro Einheit und wenn man dann dieses Drittel, wo eben diese Trennvorhänge komplett unten sind, das groß sind, dann kann ich da nur einen Tisch reinstellen. Mehr geht im Moment natürlich nicht. Danach hoffen wir, dass wieder mehr geht. Und ich meine schon, dass man da fragen soll. Dafür haben wir doch die Konzepte. Und was mir bekannt ist, wüsste ich nicht, dass da jetzt im Sport, übrigens nicht nur bei uns, auch in anderen Sportarten, ein Hotspot entstanden wäre. Mhm. Ganz klar, wenn Mitglieder sagen, wir wollen noch nicht, ist das okay. Aber ich finde, so ist halt meine Lebenseinstellung. Warum soll man es für alle Mitglieder vorschreiben? Die haben ja vielleicht auch einen eigenen Kopf, und solange sie sich an die Regeln halten. Und wenn das nicht denkbar wäre, dann ist halt meine Denke, dann sollte bitteschön auch die Corona-Verordnung so ausgestaltet sein, dass dann nicht gemacht wird. Wenn die das aber bewusst zulässt, dann muss man ja eigentlich gedacht haben, das sind dann nicht die schädlichen Dinge, ne? Klingt auf jeden Fall sehr vernünftig, sehr reflektiert. Also vielen, vielen Dank für die Einschätzung. Ich glaube, da sprichst du vielen aus der Seele, die auch nicht unvernünftig handeln wollen, aber
trotzdem Sport treiben. Und nicht für jeden ist sozusagen das Joggen gehen, wie bei Thorsten, der sozusagen morgens jetzt schafft, wie unser Trainer, das Haus zu verlassen und eine halbe, dreiviertel Stunde zu laufen, eine Möglichkeit oder die schönste Art des Sporttreibens. Mhm. Viele zieht es dann halt sozusagen zum Ball und einige dann auch zur Platte. Wie siehst du vielleicht denn, noch, wenn ich das sagen darf, noch einen kleinen Tipp. Es gab ja viele, die gesagt haben, aber die Kanzlerin hat doch gesagt, jegliche Reisen, wenn es irgend geht, vermeiden, nicht notwendige. Ne? Dann hatten wir die Abgrenzung, was ist notwendig, wenn es ins Berufliche geht, Profi und sowas. Aber da sind wir ja in den Breiten, in denen wir uns bewegen, nicht. Damit könnte ich dann natürlich verbinden und sage, okay, Mannschaftsspiele machen wir nicht gegen fremde Mannschaften, weil dann muss einer reisen, dann geht einer in einen anderen Ort. Aber das Training, wenn ich jetzt nicht gerade weggezogen bin und dann 30 Kilometer zu meinem Heimatverein fahre, wenn die meisten, die wohnen ja im Ort. Ne? Und wenn ich dann mit meinem regelmäßigen Trainingspartner, vielleicht mit meinen Mannschaftskollegen trainiere, und das mache ich jede Woche, dass ich nicht in der Einheit dann zweimal wechseln, das geht natürlich nicht, sondern wenn ich dann feste Trainingspartner habe, dann halte ich mich ja auch an diese Aufforderung, die Kontakte so gut es geht zu reduzieren, zumal wir ja Abstand haben. Ne? Das vielleicht auch als Hinweis, ich halte es für unheimlich wichtig, gerade auch für unsere Kinder, und Jugendlichen, dass wir die an den Verein weiterbinden. Wir werden sonst, bin ich überzeugt, viele verlieren. Wir müssen Angebote haben. Und deshalb ist auch die Auffassung bei uns im Präsidium, übrigens auch in vielen Landessportbünden jetzt, die sagen, ja, aber Training, wenn es geht, anbieten für die Sportarten, die nicht Kontaktsportarten sind. Thüringen hat heute zum Beispiel gesagt, Kinder bis 18, MECPOM ist da schon vorn dran gewesen. Also da gibt es auch ein gewisses Umdenken, wo man sagt, da möchte man das eine oder andere ermöglichen. Das hört sich zumindest vielversprechend an. Und ich glaube, da haben wir innerhalb dieser Herausforderung auch ein paar Chancen, dann nicht nur Lücken zu finden, die wir auszunutzen wissen, weil wir so clever sind, sondern weil wir einfach gute Konzepte haben, mit denen wir dann auch antreten können. Und Thorsten Kern, unser Herrentrainer, hat sich gerade auch nochmal geäußert im Chat und sagte, ihm wäre individuelles Tischtennistraining natürlich auch lieber, als nur zu laufen. Aber du machst es wenigstens, ja. So bei mir entwickelt sich sozusagen die körperliche Einheit nicht zum optimalsten, günstigsten Fall, also nicht wie die Bayern München Spieler, die im ersten Lockdown dann rausgekommen sind, wie die Adonisse. Das ist, glaube ich, nicht jedem vergönnt, so viel Disziplin an den Tag zu legen. Also erstmal vielen, vielen Dank, Michael, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier in diesem Format, wie auch immer, in dieser Gesprächsrunde ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ein bisschen was zu erzählen, zu deiner Person auch Stellung zu nehmen als Präsident des Deutschen Tischtennisbundes, aber auch als Tischtennisspieler und Mensch. Ich glaube, da war heute unglaublich viel dabei, wo man was lernen kann, wo man was mitnehmen kann. Und also erstmal herzlichen Dank. Du hast ja auch am Wochenende erzählt, dass du viel unterwegs warst, jetzt wieder in Frankfurt am Main. Und da immer wieder trotz Corona dann auch immer noch im Amt bist, ja. Es passiert ja immer noch was und es werden immer noch weitere Termine eingehalten und die musst du dann auch füllen. Und ich glaube, das ist jetzt auch ein langes Jahr gewesen. Wie ist sozusagen deine Einschätzung über dieses Jahr hinaus, vielleicht als mit so eine kleine Abschlussfrage für die erste Interviewsituation heute hier. Wie siehst du die Zukunft des Tischtennis? Müssen wir uns vielleicht auch noch auf neue Regeln einstellen, um attraktiver zu werden? Das war jetzt ja mal vor 10 Jahren so eine Diskussion. Wie kriegen wir uns in das, ich kann mich gut erinnern, in das deutsche Sportfernsehen rein? Was müssen wir verändern, um sozusagen beim DSF dann auch gezeigt zu werden? Und dann gab es die Veränderung Richtung, was können wir mit dem Material machen und so weiter. Die Diskussionen scheinen ja nicht wirklich komplett abgeschlossen zu sein, aber erstmal so eine eher Ruhephase aktuell zu bekommen. Was denkst du, wo sich der Sport hin entwickelt? Müssen wir uns oder sollten wir uns auch darauf freuen, also mal positiv formuliert, mehr Entertainment mit reinzunehmen in diesen Sport, wo man ja schnell bei einem Kantenball das Klatschen schlagartig verbieten möchte, sollten wir uns auf mehr Entertainment einstellen, auch im Amateursportbereich? Oder was ist die Botschaft? Was denkst du, wo könnte es hingehen? Also damit rechne ich auf alle Fälle, wenn wir auch andere Zuschauer als uns selbst, die Tischtennis-Enthusiasten, die ihren Sport lieben und in allen Facetten kennen, wenn wir auch andere Zuschauer wollen, und da fangen wir schon mal bei unseren Partnern oder Kindern an,
oder wie auch immer unseren Freunden. Ich glaube, dann funktioniert es nicht, wenn jeder sagt, wenn einer mal was zwischen rein sagt oder irgendwo klatscht, wo andere nicht klatschen würden, pst, und na, das ist ja nicht mehr ganz so, wie es war. Aber wenn man mal nachschaut nach China, wie das Publikum da reagiert, oder wenn, könnt mir vorstellen, viele von euch haben vielleicht Rio Olympia gesehen, Tischtennisübertragung. Ich durfte ja dort sein in meiner Funktion und ja, das war sensationell, weil das war kein Tischtennis-Fachpublikum. Da haben sich Leute eben Tickets gekauft, die bei Sport sein wollten und jetzt gab es halt die Möglichkeit, bei Tischtennis zu sein. Dann hat natürlich auch noch der Hugo Calderano, den wir ja alle aus Ochsenhausen kennen, dort für viele überraschend hervorragend gespielt, die Zuschauer mitgerissen, aber auch wenn der gar nicht dabei war. Die Brasilianer, die da in der Halle waren, die haben da Party gemacht, wie beim Fußball. Das waren, glaube ich, auch gelernte Fußballzuschauer. Die haben jetzt nochmal was anderes geschaut. Und die Spieler, die waren am Anfang völlig irritiert. Warum? Die Zuschauer haben sich einen ausgesucht, entweder den im roten T-Shirt oder den im blauen. Und den einen unterstützen sie und den anderen buhen sie aus. Und das war natürlich für manche Spieler, wenn da Buh gerufen wurde, wenn da sonst was war, wenn da Fangesänge angestimmt wurden und während Ballwechsel gesungen wurde und sonst was, das war für die völlig irritierend. Aber ich habe dann so wahrgenommen, ab dem zweiten Tag, dritten Tag, haben die Spieler das ja dann auch aufgenommen und zum Teil auch genossen. Also war eine grandiose Stimmung in der Halle. Da hat man gesehen, es geht auch und es wurden trotzdem herausragende Leistungen gezeigt. Ich glaube, das ist schwierig in der kleinen Schulturnhalle, wenn einer hinten auf der Benz-Turnbank hockt. Und ich habe das als mal von der Spedition oder vom Spiel vom SC Freiburg erzählt, während du gerade um deine Punkte kämpfst. Das dringt dann so durch. Das ist natürlich in einer großen Halle mit mehreren tausend Zuschauern ist es anders. Da hörst du nichts einzelne Gespräch. Ne? Da geht es leichter. Aber ich meine schon für den Fernsehsport, wir brauchen da Begeisterung. Jetzt haben wir weltweit aber so das Thema, es gibt Regionen, da gibt es ganz tolle Turniere mit ganz hohem Preisgeld, aber 20 Zuschauer, ne? Ich sage es mal überspitzt. Das ist nicht das, wie ich mir unseren Sport vorstelle. Aber wenn wir jetzt sehen, Fußball funktioniert im Moment auch so. Ich habe fast die Befürchtung, manche Leute könnten sich daran gewöhnen, dass man das Publikum so ausblendet oder irgendwelche Stimmung künstlich einblendet. Das wäre für mich fatal. So verstehe ich Sport nicht. Ich möchte den Live-Sport dabei haben, die Live-Zuschauer und diese Begeisterung. Und ich bin auch immer der Meinung, wenn wir keine Zuschauer in die Halle bringen, wenn vor Ort das niemand interessiert, warum um Gottes Willen sollte es jemand am Fernsehen oder am Stream interessieren? Das ist für mich so, ne? Also ich muss es auch schaffen, Begeisterung in die Halle zu bringen. Und da muss ich mich hinterfragen, ja, wie kann ich es für den Zuschauer denn attraktiv machen? Und das bei unserer Spiellänge mit 3 Stunden oder länger oder gar Turniere den ganzen Tag. Ich glaube schon, da müssen wir vielleicht auch mal unsere Freunde, die ja vielleicht ein Sportinteresse haben, einfach mal fragen, wann würdest du denn zum Tischtennis gehen oder was schreckt dich auch vom Tischtennis ab? Und vielleicht würden wir uns auch, so wie wir uns an die 40 mm Bälle gewöhnt haben, so wie wir uns an 11 Punkte gewöhnt haben, vielleicht auch noch an manches andere gewöhnen. Aber nur dann, wenn es eben Sinn macht, die Veränderung und auch einen breiten Konsens hat. Es wird Veränderungen weltweit geben, gravierender Art. Der Weltverband ITTF hat jetzt seine Rechte, und das war weitaus mehr, als man zunächst gedacht hat, die Veranstaltungs- und die Marketingrechte, alles ausgelagert an eine Gesellschaft, die nennt sich WTT, habt ihr vielleicht mal gehört, oder WTT auf Englisch, World Table Tennis, hat es oft geheißen, World Table Tennis 2021, coming soon. Ja, die machen eine komplett neue Turnierserie. Jetzt haben sie nur das Problem Corona, die Serie kann nicht starten wie geplant, aber ab nächstem Jahr, da gibt es keine German Open mehr in der gewohnten Fassung als World Tour Turnier. Da gibt es jetzt sogenannte Grand Smashes, soll es geben, 4 an der Zahl. Man orientiert sich sehr stark am Tennis. Das soll dann so ähnlich sein wie die Grand Slam, ne? Festinstitutionen immer am gleichen Ort wie Wimbledon, wie, weiß ich nicht, Paris und so weiter. Und dann soll es drunter sogenannte Star Contender und Ähnliches geben. Also da gibt es eine, kann man schon sagen, eine Revolution. Was das anbelangt, dürfen wir alle sehr gespannt sein. Es gab ja schon dieses Turnier, so eine Art Showformat, T2 hat sich das genannt, T2, mit durchaus interessanten Ansätzen, sowas wie Sudden Death, also der letzte Punkt oder Spiel auf Zeit oder ja, manches hat man auch übernommen, zum Beispiel Multiball.
das jetzt kennen wir jetzt auch aus unserer Tischtennis-Bundesliga, dass nicht jeder der Ball hinten in die Ecke holt und wieder vorschlurpt, sondern dass halt gleich weitergeht. Ne? Es gibt auch positive Ansätze, die man da hat. Und so gibt es auch Ansätze bei WTT, aber es wird sehr spannend sein, was das für unsere Spieler heißt. Also vielen, vielen Dank für die Einschätzung, weil ich denke, dass sozusagen gerade solche Formate wie T2 oder auch so eine allgemeine Eventisierung auch unserem Sport gut tun könnte. Bin wirklich sehr positiv, was die Zukunft des Tischtennis angeht. Vor allem mit so Leuten wie mit dir an der Spitze des Tischtennisverbandes. Vielen, vielen Dank, Michael Geiger, dass du uns einen Einblick gewähren konntest in deine Tätigkeit. Und ich würde sagen, dass wir jetzt ein paar Fragen zulassen aus der Runde. Wir sind ja eine relativ überschaubare Runde und die Aufzeichnung noch weiterlaufen lassen. Und nach den paar Fragen, die sozusagen noch offizieller Art sind, wir dann unseren virtuellen Stammtisch einläuten, unseren tollen Greenscreen-Hintergrund von Ballwechsel dann auch deaktivieren und nochmal in gemütlicher Runde zusammensitzen. Da freue ich mich auch drauf mit euch allen. Und von dem her, wer eine Frage hat, darf sie gerne kurz Handzeichen geben und ich würde ihn dann freischalten. Andi, Andreas Walzer. So, du müsstest... So, hallo, ihr müsstet mich hören. Ja. Eine Frage an dich, Michael, und zwar, man kriegt es ja immer mehr mit, auch in der Industrie, gerade was Digitalisierung angeht. Ich habe jetzt schon auf Facebook so ein paar Mal gesehen, gibt es ja so Watch-Partys, wie schon da einen Weg gerade im Tischtennis, wo wir da oder wie wir es da weitergehen. Ja, jetzt erwische mich auf dem linken Fuß. Watch-Party in Facebook, ja, ich habe ab und zu so Dinge, die mir eingeblendet werden unter Watch und irgendwo bleibt man kleben, aber Watch Party, erläuter mir das nochmal näher in Bezug auf Tischtennis, gibt es das schon oder meinst du das eher aus anderen Bereichen und ob das auf Tischtennis übertragbar wäre? Das gibt es schon im Tischtennis, also ich habe schon, das ist quasi eine Art Livestream, wo man direkt Spieler gegeneinander spielen sieht, live, also eine Live-Übertragung auf Facebook. Ja gut, was wir zum Beispiel ja auch machen, jetzt mal zur Rechtelage. Wir haben unsere Rechte, sowohl die Fernseh- als auch die Streaming-Rechte bei der Sport A. Wer ist die Sport A? Die Sport A ist die Rechteagentur von ARD und ZDF. Das heißt, wir haben die beiden Öffentlich-Rechtlichen. Jetzt hat die Sport A aber eine Sublizenz gegeben an Sportdeutschland TV. Das kennt ihr vielleicht, weil da streamt unter anderem die Tischtennis-Bundesliga. Ne? Wenn ihr Düsseldorf schauen wollt oder so, habt ihr Stream bei Sportdeutschland TV. Haben wir aber auch schon bei Jugend Top 24 oder so gemacht, dass wir gestreamt haben. Also insofern, das haben wir teilweise auch schon bei uns, glaube ich, auf Facebook verlinkt, weil auch Tischtennis, auch Deutsche Tischtennisbund hat ja einen Facebook-Account, der heißt Tischtennis in Deutschland und da sind auch immer wieder solche Links. Allerdings, das sind dann halt sogenannte Bundesveranstaltungen als Veranstaltungen des Deutschen Tischtennisbundes auf Bundesebene, auf Vereinsebene. Ich denke, dass da auch unser Partner MyTischtennis, die MyTischtennis GmbH, wo ihr die TDR-Werte und so abfragen könnt, die denken ja auch sehr stark in Richtung auf den einzelnen Tischtennisspieler und was dessen Bedarfe sind und was der sehen möchte. Und deshalb gibt es da ja auch viel mehr so zur Frage auf Vereinsebene. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das dort auch ein Thema ist. Ich trage das aber gerne nochmal weiter an unsere Experten in unserer Öffentlichkeitsarbeit und bei MyTischtennis, die da wesentlich kompetenter sind als ich und sich natürlich um solche Themen auch kümmern. Die würden jetzt wahrscheinlich sagen, Mensch, könnte ich beantworten. Ja, es gibt auf jeden Fall auch, glaube ich, interessante Portale, die sowas dann auch ermöglichen. Tobias hat gerade Twitch erwähnt. Twitch ist ein Portal von Amazon aufgesetzt. Tobias, möchtest du dich dazuschalten? Ich schalte mal dein Mikrofon frei. Und vielleicht für diejenigen, die es noch nicht kennen, mir sagt es natürlich was, wer Montana Black und Knossi kennt, der kennt auch Twitch, aber vielleicht willst du noch mal ganz kurz ausführen, was unter Twitch zu verstehen ist. Ja, hallo, hört ihr mich? Ja. Super, hallo.
Und zwar Twitch ist auch so eine Art Streaming-Plattform, wird viel von, wie du schon gesagt hast, von Montana Black genutzt. Es sind halt einfach solche Online-Spieler, die halt ihre Spiele streamen. Und ich habe auch zum Beispiel gesehen, dass die deutsche Volleyballer haben auch gestreamt auf Twitch. Und da waren zum Beispiel im Schnitt 2.000 bis 3.000 Zuschauer dabei. Mhm. Und die Zielgruppe auf Twitch sind zum Beispiel auch jüngere Leute. Das heißt, man könnte vielleicht auch die junge Generation damit besser greifen, sag ich mal, als jetzt über 40, sag ich mal. Oder 50. Mhm. Genau. Gebe ich gern mal weiter. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ihr euch da auch intern austauscht und dass der Frank das auch beherrscht, oder ist der da auch schon rausgewachsen? Wie ich. Ja, also Tobi ist noch kein Mitglied beim TTC Eichtal, aber kannst ja vielleicht noch werden mit einer guten Kompetenz. Wir begrüßen alle natürlich bei uns, die sich mit einbringen, aber auch die sich nicht so stark mit einbringen, kein Problem. Tobi, wo spielst du selber aktiv Tischtennis? Ja, ich spiele aktiv beim SSV Reutlingen. Und genau, und ich mache da gerade sehr viel. Ich mache gerade auch die neue Webseite etc. Und wir machen jetzt auch momentan die Schul-AG. Das sind wir auch gerade in Kooperation mit der Schule nebenan. Also ich kümmere mich da eigentlich schon momentan und das wieder zum Laufen bringen. Finde ich klasse. Wer bei uns so ein bisschen derjenige ist, der so die Themen drauf hat, das mitdenkt, ausprobiert, ist von unserer Öffentlichkeitsarbeit der Benedikt Probst. Wenn ihr da Anregungen habt, geht doch mal auf die Seite tischtennis.de. Und dann sind ja auch über uns, ist ja auch das Generalsekretariat verlinkt, dann schickt doch dem Benedikt Probst mit Bezug auf diese Veranstaltung, von der ich ihm übrigens auch erzählt habe, schickt ihm doch da mal eure Anregungen. Dann kann er euch sagen, was uns schon bekannt ist oder schon in Überlegungen ist und was vielleicht auch was wäre, was man mal weiter verfolgen könnte. Vielleicht ja auch mit euch zusammen, wenn ihr euch da schon tummelt und Erfahrungen habt. Ja, sehr, sehr gerne. Mit dem Frank mal, wir können ja mal zusammen schwätzen. Genau. Ja? Auf jeden Fall. Ja, weil es ein spannendes Portal ist, muss man einfach sagen. Twitch mausert sich momentan zu einem Portal, wo viele landen. Am Anfang war das sozusagen für Spieler, Gamer-Plattform, aber inzwischen ist das Livestreaming auf allen möglichen Plattformen, auf allen möglichen Kanälen, allen möglichen Lebensbereichen unterwegs. Auch wenn man sich anschaut, dass aktuell kleinere Vereine das auch schon tun. Also bei uns ein Nachbarverein hat jetzt auch einen Livestream gemacht während eines Verbandsspiels, weil die Leute eben nicht dabei sein dürfen. Zuschauer waren nicht erlaubt. Es gibt ja auch einen Verein, der sogar mit einem schönen Maskottchen aufwartet und auch alle Spiele dann live überträgt. Ich persönlich habe sozusagen ein bisschen fast schon ein bisschen Hemmungen davor, unsere Spiele live zu streamen. Aber das ist sozusagen ein psychologischer Tick, den man, glaube ich, als Einzelspieler im Tischtennis dann doch hat. Man wird auch schnell analysiert, was sozusagen geht und was nicht. Ein Profisportler ist sozusagen davor gefeit. Ein Hobbysportler hat halt eben ein, zwei Defizite. Wenn die angespielt werden, dann ist es meist vorbei. Und in einem Video sind natürlich seit 1920 in der Psychologie gut aufzuarbeiten und immer wieder anzuschauen. Und deswegen kursieren ein paar Videos von uns auch vom TTC Eichtal im Netz, aber momentan fördern wir es aktiv noch nicht zumindest. Aber zumindest mal eine Überlegung wert. Bevor man das auch aktiv betreibt, muss man natürlich immer mit Datenschutz, Persönlichkeitsrechten und so, ne? Wenn du auf eine Ebene kommst wie beim Deutschen Tischtennisbund, dann muss das alles abgesichert sein. Dann muss auch klar sein, haben wir die Rechte überhaupt noch? Haben wir die eben vergeben über Sport A und wo dürfen wir selber und wenn ja, wie viel zeigen und so. Ne? Das sind solche Themen, die dann auf der Ebene natürlich parallel zu beleuchten sind. Da tut man sich vielleicht im kleinen Verein etwas leichter, aber auch da muss man aufpassen. Es reicht ja einer oder eine, die da ein Problem mit haben. Sehr guter Hinweis. Auch da hat natürlich der Tischtennissport eine gute Lösung, denn bei uns zum Beispiel in der Firma, ich habe eine kleine Agentur, ist der externe Datenschutzbeauftragte ein Tischtennisspieler. Also sehr, sehr kompetenter und ja, natürlich viel höher Spieler, ich glaube Oberligaspieler, der dann auch berät, wenn es um den Datenschutz geht. Tobi, vielen, vielen Dank für die Einschätzung. Und ich habe noch
eine Frage von unserem Trainer. Thorsten, kannst du dich einschalten mit Ton oder soll ich die Frage vorlesen? Ich sehe da sogar eine. Ist das die, ob es Kontakt zur Bundesregierung bezüglich Neuöffnung genau. gibt? Ja, genau. Thorsten hat in den Chat geschrieben. Hast du Kontakt gehabt nach Berlin? Ja, aber nicht zur Bundesregierung. Nee, kann ich euch kurz erzählen, wie sowas läuft. Also der Deutsche Tischtennisbund ist wichtig, aber nicht so wichtig, dass er direkt Kontakt zur Bundesregierung hätte in Corona-Fragen und dann da konsultiert wird oder umgekehrt. Sowas macht man natürlich über den Deutschen Olympischen Sportbund. Aber auch der Deutsche Olympische Sportbund sagt natürlich, wir sind nur ein Glied in der Kette und auch wir haben gesellschaftliche Verantwortung. Deshalb auch der hat sich zunächst mal etwas zurückgehalten. Was der aber gemacht hat, der hat sogenannte Leitplanken erarbeitet. Und das waren diese Leitplanken, unter denen wir erstmal unsere Hygienekonzepte überhaupt machen konnten. Das heißt, der hat mit, das läuft dann so, der Sport ist ja wieder organisiert über die Sportministerkonferenz. Die Sportminister haben ihre Staatssekretäre, die Sportreferenten. Das heißt, man ist mit denen natürlich im politischen Gespräch. Den Sportreferenten der Länder, den Sportministern, soweit solche gibt überhaupt. Ne? Nicht überall gibt es ja einen Sportminister. Dann ist im Innenministerium angegliedert oder so. Und dann versucht man, das politisch nach oben zu bringen und dann natürlich auch einzuspeisen. Im Sport wiederum ist es so, beim Deutschen Olympischen Sportbund gibt es einen Vorstand, der ist hauptamtlich, hauptberuflich, Vorstandsvorsitzende Veronika Rücker. Und es gibt ein Präsidium, da kennt er den Herrn Hörmann. Jetzt hat der Deutsche Olympische Sportbund ja Mitgliedsorganisationen, man spricht von Säulen. Das sind zum einen die Landessportbünde, die ja viel auf Landesebene in Bildung und Ähnlichem machen. Dann haben wir die sogenannten Spitzenverbände. Die Spitzenverbände sind auf Deutsch gesagt die Dachverbände der Sportarten. Also der Deutsche Tischtennisbund ist ein Spitzenverband, nicht Spitzensportverband, sondern Spitzenverband, weil er an der Spitze steht. Und da gibt es wiederum Gremien, weil es ist jetzt schwierig mit um die 80 Spitzenverbänden, ne? So und so viele Olympischen und so viele Nicht-Olympischen zu sprechen. Jeder hat für seine Sportart eine Vorstellung. Deshalb gibt es eine sogenannte Sprechergruppe. Dieser Sprechergruppe gehöre ich an. Die wird geleitet vom Ingo Weiß, vom Präsident vom Deutschen Basketballverband. Ich bin da aber auch drin. Und dann haben wir eben Videokonferenzen wiederum mit dem Präsidium des DOSB und dem Vorstand des DOSB. Und dann wird gesprochen, wie kann man da vorgehen. Und die teilen uns ihre Überlegungen mit. Und dann stimmen wir das nochmal ab. Und was könnte Zielstellung sein und so weiter. Ne? Und dann geht es in den politischen Prozess. Was dann aber rauskommt, das wissen die auch nicht. Die machen auf Deutsch gesagt Lobbying für den Sport und versuchen für den Sport halt das Bestmögliche zu erreichen. Und so geht es Tag für Tag, Woche für Woche. Und dann muss man gucken, was dann wieder davon in den Gremien umgesetzt wird und was eben nicht. Weil ihr könnt euch denken, aus jeder Berufsgruppe, aus jedem Gesellschaftsfeld gibt es andere Lobbyisten, die ihr Feld, da Interessengruppen, ne? Die ihr Feld berücksichtigt sehen wollen. Und am Schluss brauchen wir aber eine gesamtgesellschaftliche Lösung. Also so geht es vonstatten, was der Sport jetzt gemacht hat, unlängst. Er hat gesagt, wir haben die Hygienekonzepte, auch was Zuschauer und so anbelangt, jetzt TÜV zertifizieren lassen, um eben nicht nur zu sagen, ja klar, wir behaupten, das funktioniert so, weil wir das Interesse haben. Ein unabhängiger Dritter hat jetzt bescheinigt. Na, auch sowas gehört zu so einem Prozess, zu so einem Vorgang. Sehr schön. Also vielen, vielen Dank für diesen Einblick. Thorsten, ist die Frage damit beantwortet? Jetzt habe ich dich gerade. Ja. Also vielen, vielen Dank auch für die Ausführungen. Ich fand das sehr, sehr gut. Und der Grund meiner Frage war eine Aussage von vorhin, das Thema Mitgliederschwund, weil natürlich die Gefahr da ist. Je länger der Lockdown ist, das umso mehr, also es betrifft ja nicht nur Tischtennis, sondern auch andere Sportarten. Ja. Dass die Mitglieder sagen, wenn ich meinen Sport nicht ausüben kann, wieso soll ich dann noch Mitglied sein? Und das ist natürlich eine Gefahr, die ich für den Sport sehr, sehr groß sehe und bei der ich glaube, dass die Bundesregierungen das bis ins Detail durchdenken, was welche Auswirkungen das auf den Sport hat. Und genau darüber geht der Sport ins Gespräch.
im Moment, gerade auch die Landessportbünde, im Moment ist es zum Glück so, dass sich die Mitgliederverluste, glaube ich, noch unter 10% halten. Also es gibt eine recht hohe Vereinstreue, das ist gut so. Aber wir werden es natürlich als erstes merken bei unseren Jugendlichen. Ne? Wir haben das in Haslach, wir hatten hoch, wir hatten vor den Ferien, bevor unterbrochen wurde, glaube ich, 30 Jugendliche im Training. Jetzt, obwohl wir viel gemacht haben, obwohl im Juni was gemacht wurde, sind es 15 oder 18 oder so. Das dürfen auch nicht alle von den Eltern her, weil manche noch Angst haben. Ne? Das muss man auch sehen. Vielleicht kommt dann nachher wieder mehr. Aber es ist aus meiner Sicht elementar wichtig, die Bindung zum Mitglied zu erhalten. Und wenn es durch so ein Format ist wie heute, aber muss im Gespräch bleiben. Ja. Das würde ich gerne. Vielen Dank für die Frage, Thorsten, an der Stelle. Das würde ich ja fast schon als schönes Schlusswort nehmen, nachdem wir sozusagen aus dem kleinen Verein, wir haben eine Frage, dann hätte ich jetzt fast eine schöne Rahmung gekriegt, aber Andi, du darfst natürlich noch die Frage stellen, aber die Rahmung schließe ich noch ab von der Jugend und dem Einzelverein, dem kleinen Verein von Michael Geiger hin zum großen Tischtennisverband Weltgeschehen, international, jetzt wieder zurück mit der Rahmung auf den kleinen Verein und die Frage, wie können wir die Jugendlichen wieder halten? Also erstmal vielen, vielen Dank an der Stelle. Nochmals aber Andreas Walzer, natürlich, die Frage sei noch gestattet. Ich lasse dich mal zu. Super, danke. Theoretisch habe ich noch zwei Fragen. Ich hoffe, die eine kannst du relativ schnell beantworten. Dann kann ich noch die zweite stellen, wenn es gestattet ist. Und zwar hast du, man hört ja immer auch in den Medien von den finanziellen Schieflagen. Hast du da irgendwas von den 9.900 Vereinen gehört, ob das auch im Tischtennis zutrifft? Spezifisch auf Tischtennis habe ich da noch nichts gehört. Wo ich durchaus, sage ich mal, ab und an im Gespräch bin mit Nico Steele von der Tischtennis-Bundesliga, oder man kriegt ja so ein bisschen mit, aber da lässt auch niemand so richtig die Katze aus dem Sack. Meine Erfahrung ist die, dass Vereine in diesem Jahr eher nicht in Schieflage geraten. Es sei denn, sie leben weniger von den Mitgliedsbeiträgen als vielmehr von Veranstaltungseinnahmen oder Teilnehmergebühren. Weil vereinsrechtlich ist es ja so, den Mitgliedsbeitrag schulde ich, auch wenn nicht die volle Leistung erbracht werden kann. Im Gegenteil, ein gemeinnütziger Verein darf nicht einfach jetzt sagen, ja, dann zahlen wir die Hälfte des Mitgliedsbeitrags zurück. Das geht gar nicht. Wäre sogar genau genommen Gemeinnützigkeit schädlich. Also wenn ein Verein primär seine Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge bestreitet, dann hat er dieses Jahr die vollen Einnahmen, hat aber deutlich weniger Ausgaben. Jedenfalls dann, wenn er nicht so viele Bälle braucht, weil nicht so viel trainiert wird, nicht so viel Hallenmiete zahlen muss, Trainer vielleicht aussetzt, was auch immer. Das heißt, da werden in diesem Jahr im Normalfall kaum wirtschaftliche Schieflagen entstehen. Anders, wenn ich zum Beispiel wie Triathlon oder so primär von Teilnehmergebühren lebe, also gar keine festen Beiträge habe, sondern leistungsabhängige Entgelte habe, ne? Wenn du einen Kurs belegst, dann zahlst du einen Beitrag und sonst nicht. Da kriege ich natürlich ein Problem, zumal wenn ein Teil der Fixkosten weiterlaufen oder es eine vereinseigene Halle gibt, für die man Zins und Tilgung zahlen muss oder. Ne? Aber sonst ist meine Erfahrung die, und das gilt über den Sport hinweg, da gibt es Erhebungen, das besprechen wir regelmäßig beim DOSB, dass eben von die Leute übrigens Unternehmensberatung erhoben, auch fundiert erhoben, dass da dieses Jahr noch nicht, überwiegend noch nicht so viel passiert. Einzelfälle natürlich schon. Es gibt viele Großvereine, insbesondere die Großvereine, die viel solche Abteilungen haben, die Teilnehmergebühren erheben, neben Mitgliedsbeitrag. Die trifft es hart, vielfach. Es wird aber damit gerechnet, dass wenn das so weitergeht, dass nächstes Jahr deutlich schwieriger werden könnte, weil nämlich mancher sich dann im Dezember abmeldet, ne? Weil dann doch eben die Frage aufkommt, ja Moment, wenn er jetzt anderthalb Jahre keine volle Leistung bringen könnte, dann müsst ihr doch mal reduzieren oder das oder das oder das machen. Ich glaube halt noch nicht, dass im Februar alles gut ist, ne? So wie es im Moment aussieht. Deshalb, da müssen wir uns sicherlich drauf einstellen. Auch da bin ich der Meinung, die jetzt, sage ich mal, nicht groß investiert haben, nicht irgendwelche Kredite bedienen müssen oder so, ich glaube schon, dass die weitestgehend durchkommen. Ne? Aber die ein größeres Rad drehen, die eher wie ein Wirtschaftsunternehmen geführt werden, sehr aktiv sind, die trifft es im Moment teilweise hart. Ja. Aufgrund der angesprochenen Gegenleistung, die sozusagen für Sponsoring USW dann eben auch nicht stattfinden kann. Ja. Und die zweite Frage, Andi. Dann ist fast so eine Überleitung quasi in den oder
sehr gemütlichen Teil des Abends. Mich würde mal interessieren, wie sieht so ein Tagesablauf von unserem deutschen Tischtennisbundpräsidenten aus oder gerade in was den Bereich des Tischtennis-Engagement angeht oder auch so eine Woche, gerade mhm. die Tätigkeiten, was du so alltäglich tust für uns. Mhm. Gern. Also mal generell vom Umfang. Was hat denn das für einen Umfang? Früher, als ich noch Vizepräsident war für die Finanzen, irgendwo anders würde man sagen Kämmerer oder Finanzminister oder sowas, ne? Da war das schon relativ viel, weil ich war doch sehr eng schon im Kontakt mit dem heutigen Weltverbandspräsidenten Thomas Weigert, der mein Vorgänger als Präsident war. Wir hatten fast täglich Kontakt und auch unser Generalsekretär im Wirtschaftsunternehmen, würde man sagen Geschäftsführer, also der Chef unserer Hauptamtler Matthias Vatheuer. Und ich sah da schon beim Thomas Weikert, der damals schon Vizepräsident vom Weltverband war, was der so an Terminen hat, weil er erzählt hat, heute bin ich da, heute mache ich das, dann was mein Staat zu. Das heißt, man hat viel so zu den Themen am Rande mitbekommen, mit was er sich gerade beschäftigt. Und deshalb konnte ich das schon relativ gut einschätzen, bevor ich das Amt dann übernommen habe, als ich gefragt wurde, ob das denn möglich wäre und ich mir das vorstellen könne. In 2015, als Thomas Präsident wurde beim Weltverband, habe ich das für mich so eingeschätzt, dass da von meinem Job, also von Montag bis Freitag, so durchschnittlich ungefähr 1,5 Arbeitstage weggingen. Da ist nicht mitgerechnet, was ich jetzt zum Beispiel heute Abend mache, weil das ist nicht die übliche Arbeitszeit im Job, also geht da auch nichts weg. Da ist nicht mitgerechnet Samstag und Sonntag, weil ich da normal auch nicht arbeite. Das ist so wie sonst, so wie auch. Aber das, was ich tatsächlich dann während meiner Woche, und ich arbeite halt nicht nur 40 Stunden, früher war es viel mehr, sondern ich habe, sage ich mal, nominell eine 45-Stunden-Woche, also 9-Stunden-Tag. Und da habe ich gesagt, naja, so 1,5 Tage gehen weg. Das ist also während der normalen Arbeitszeit so 13,5 Stunden im Schnitt. Jetzt darf man sich nicht vorstellen, dass ich deshalb da immer in Frankfurt bin oder in der Welt rumreise oder in München bei Sport A zum Verhandeln über einen Fernsehvertrag, sondern es ist dann schlichtweg so, da kommt irgendeine dringende Mail rein, da geht es um, ja, jetzt sagen wir Lockdown oder sonst was, ja, dann muss halt geschwind eine Stunde Telefonkonferenz machen, das geht nicht anders. Dann muss ich mit dem Generalsekretär mal abstimmen, was macht man da? Oder es hat irgendjemand gekündigt und es geht um kurzfristig irgendwas oder es geht um Abstimmung, weil der Deutsche Olympische Sportbund was braucht oder was auch immer. Und dann hat man einfach eine Unterbrechung seiner beruflichen Tätigkeit. Das ist da mal eine Viertelstunde E-Mails bearbeiten, das ist da mal 2 Stunden Videokonferenz. Also vieles, was ich durchaus von meinem Arbeitsplatz aus machen kann. Oder eben zu Hause, das ist nur 500 Meter vom Arbeitsplatz weg, was aber eben nicht als Zeit für einen normalen Job zur Verfügung steht. Und wenn man das dann aufaddiert, manchmal auch einen ganzen Tag weg, das ist dann natürlich auch nicht nur von 8 Uhr bis 18 Uhr am Abend, sondern wenn ich nach Frankfurt fahre, dann fahre ich da morgens um 6.20 Uhr los und komme dann oft um 21 Uhr zurück, dass sich es auch lohnt. Ne? Ja, das ist so das, was man da hat, so darf man sich das vorstellen. Wie das heute so in der digitalen Welt ist, man kann zum Glück viel über Tablet, über Videokonferenz und sowas machen. Ne? Das macht es etwas leichter, als es früher gewesen wäre und vielleicht auch erst möglich. Also dann haben wir noch eine Frage von Thorsten. So. Müsste klappen. Noch eine Frage zum Thema Professionalisierung im Leistungssport. In anderen Sportarten wie Fußball etc. ist es ja gang und gäbe, dass zum Beispiel Videoanalysten etc. da sind. Mhm. Sind das alles Themen beim Deutschen Tischtennisbund, die alle zentral nur von den Bundestrainern gemacht ist? Oder gibt es da diese Spezialisten, die sagen, ich habe den Spezialisten für die Videoanalyse, ich habe den Spezialisten für die Ernährung etc.? Gibt es da auch? Wir haben da einen Spezialisten bei uns, der hat eine Stelle beim IAT, das ist so ein Bundesinstitut, sage ich mal, was sich mit Forschung beschäftigt, für Sport, für technische Lösungen und so weiter. Ne? Der hat einen A-Trainerschein und gleichzeitig aber ist er Spezialist eben für Videoanalysen, beschäftigt sich wissenschaftlich mit solchen Themen, ne? Und arbeitet, sage ich mal, den Bundestrainern zu. Also das gibt es bei uns auch und natürlich zunehmend werden da Dinge analysiert. Wir haben ja auch schon lange
relativ lange, das Portal EduBreak. Und da war Tischtennis mitführend, wenn es darum ging, jetzt zum Beispiel auch in der Trainerausbildung Analysen zu teilen, Videos, die zu kommentieren, irgendwas da zu markieren und so weiter. Das, was man heute von Moodle oder sonst wo kennt oder jetzt Microsoft Teams. Aber das gab es schon deutlich früher jetzt eben auch im Rahmen, des Austausches zwischen Trainern und anderen eben. Und da hat man Analysten, gerade auch bei großen Veranstaltungen wie Weltmeisterschaften, Olympia und so, die natürlich den Gegner da auch speziell analysieren und so weiter, aber eben auch die eigenen Spieler und was weiß ich, Kontakt zur Biomechanik und was auch immer haben. Gibt's auch? Gleiche Frage, weil der Dr. Wolfgang Friedrich zum Beispiel in Württemberg ist ja einer der Koryphäen, was das Thema Ernährung angeht. Gibt es da beim TTDB auch eine breite Aufstellung, was das angeht? Ich glaube nicht eine breite Aufstellung, aber ich sage mal so, man hat dann einen Arzt, ein Team, Ärzte und unter den Sportlern selber ist Ernährung ein unheimlich wichtiges Thema. Das heißt, auch die Trainer, die Sportler selber beschäftigen sich damit natürlich intensiv, haben auch Kontakt dann zu entsprechenden wissenschaftlichen Einheiten. Ich glaube, das gehört fast inzwischen schon zur Grundausbildung der Sportler, die dann Nationalspieler sind und der Trainer. Ob wir da jetzt ergänzend Spezialisten haben, die sich speziell nur darum kümmern, wäre mir nicht bekannt. Aber Frank, merkt da mal die Frage, da ist der Richie Brause der Richtige, weil er als Sportdirektor ist ja genau für die Dinge zuständig, das alles zu koordinieren, zu initiieren. Also sowohl Videoanalyse, da kannst du dich bestimmt eine halbe Stunde mit ihm unterhalten, wenn es nur reicht. Das werden wir tun. Als auch Ernährung. Diese Fragen, da habt ihr der Richtige, weil er ist eben, ja, so ein Tausendsassa, früher Bundestrainer, dann war er ja an der Werner Schlager Akademie in Österreich, hat dort auch viel mit ausländischen Spielern zu tun gehabt. Er ist auch, er kennt auch Klatsch und Tratsch aus dem Tischtennis, er weiß über alles Bescheid und kennt jeden. Und diese Fragen natürlich auch sein Zuständigkeitsbereich. Ja, perfekte Überleitung zu der Eigenwerbung für dieses Format. Erstmal vielen, vielen Dank nochmals an Michael Geiger, dass er heute auch so lange am Montagabend bei uns sein könnte. Fast eine Trainingseinheit. So, ja, 20:15 Uhr. Mir macht sich Hoffmann, man merkt das, mir macht es Spaß und ist wie nach dem Training, wenn man über das und das redet, jetzt geht es gerade nicht, ne, dass man da zusammen noch nach After-Training-Session macht. Ne? Nein, jetzt machen wir das hier. Die machen wir gleich auch und vorher vielleicht noch den Ausblick auf nächste Woche. Heute ist ja der 9. November 2020, nächste Woche am 16. Ist dann Rainer Franke bei uns zu Gast, TTBW-Präsident. Da wird sicherlich auch ganz spannend sein zu sehen und Einblicke zu bekommen, wie gestaltet sich eigentlich aktuell die Fusion, die sozusagen für manche viel zu lange dauert, für manche viel zu schnell kommt. Man macht sozusagen nicht jedem recht. Da wird es, glaube ich, auch spannend zu sehen sein, was Rainer dazu sagt. Dann die Woche drauf, am 23.11. ist Frank Fürste da, Vizepräsident des Verbands Deutscher Tischtennistrainer und für mich eine Trainerlegende, muss ich sagen. Jemand, der sozusagen mir sehr viel beigebracht hat, wo dann noch einiges hängen geblieben ist, aus meinen Trainerlehrgängen bei ihm. Und natürlich auch eine sympathische Figur, glaube ich, auch ein Mensch, von dem man einfach so auch aus dem Alltag lernen kann. Dann am 30.11. Sebastian Kurz, ganz frisch gewählter neuer Bürgermeister der Stadt Aichtal. Da wollen wir uns natürlich vor allem auch anhören, wie steht der Sport eigentlich da in Zeiten, wo man jetzt schon während der Wahl rausgehört hat, es werden defizitäre Löcher oder es werden Löcher sein, die man sozusagen nicht mit Defiziten stopfen kann. Mal schauen, wie sich da sozusagen auch die Förderung des Sports entwickelt und der Jugend. Da muss man sagen, kann man sicherlich einiges verbessern, zumindest was bei uns den Tischtennissport anbelangt. Ich glaube, Michael Geiger, das war auch schon angesprochen. Ich habe mir eine schöne Formulierung notiert, der gelernte Fußballzuschauer.
sollte im Tischtennis da sein. Der gelernte Fußballfinanzier wäre manchmal auch fürs Tischtennis ganz nett, sozusagen, wenn man die Gemeinderäte anschaut. Also auch das wird spannend zu sehen sein, wie Sebastian Kurz da sich die Zukunft fürs Tischtennis im Aichtal vorstellt. Und dann haben wir noch ein paar Lücken zu schließen für die nächsten Wochen, aber das werden wir auch schaffen. Und am 21.12., kurz vor Weihnachten, kommt dann der Sportdirektor des DTDB und ehemalige Bundestrainer Richard Brause zu uns. Freuen wir uns auch schon drauf. Und ich glaube, Michael Geiger hat da schon enorm Werbung dafür gemacht. Freuen wir uns natürlich drauf. Und erstmal vielen, vielen Dank an der Stelle. Michael, ich würde sagen, wir gehen jetzt in den virtuellen Stammtisch über. Ich darf mich bedanken bei allen, die heute Abend mit dabei waren. Das heißt, wir stoppen jetzt die Aufzeichnung und dann kann auch sein, wir trinken das ein oder andere Gläschen dann noch zusammen. Dann würde ich sagen, schönen Abend, bleibt gesund und hoffentlich bis bald. Ja, vielen Dank euch allen und dir natürlich im Besonderen, Frank. Ciao.